Football is entertainment. Football is sex, baby. The egg is back. Es gibt Länder, wo was los ist. Hallo und herzlich willkommen zum Heimspiel der Dresden Bomben. Das mussten wir heute machen. Brandenburg. In Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum gebogen. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Herzlich willkommen im Heimspiel zum Heimspiel der Dresden Bomben. Und die kleine Hommage an Rainer Grewe gilt natürlich unserem heutigen Gast aus Brandenburg. Herzlich willkommen zunächst mal den Fans und allen Mitgereisten zum ersten Mal in Dresden, den Potsdam Royals. Und Rainer Grewe hat es irgendwie für euch quasi auf den Leib geschrieben. Aber Brandenburg ist schön und wir freuen uns, dass wir so ein schönes Ostderby jetzt haben. Und nach dem sehr fulminanten Spiel in der letzten Woche, heute nun direkt das Rückspiel. Überhaupt muss man ja sagen, diese GFL-Saison ist sehr fulminant gestartet und wir dürfen uns, glaube ich, auf eine sehr spannende Saison freuen. Es wird im Norden mit Sicherheit 6 Mannschaften geben, die sich um 4 Playoff-Plätze streiten, nämlich Braunschweig, Dresden, Kiel, Köln, Potsdam und natürlich auch Berlin. Also das wird eine sehr spannende Saison, Coolio. Sensationell, vielen Dank. So, und heute ist auch im doppelten Sinne noch ein besonderer Tag. Wir sagen eigentlich Tschüss, aber irgendwie auch doch nicht. Und deswegen darf ich zunächst mal Sören Glöckner zu mir bitten. Keine Sorge, wir verabschieden nicht unseren Präsidenten. Das ist aber ein kleiner Applaus für unseren Präsidenten mal. Sören, wir sagen Tschüss, aber irgendwie auch nicht Tschüss. Ja, so ist es. Wir verabschieden uns heute von einem Spieler, der jahrelang für das GFL-Team gespielt hat, Markus Donner. Und ich bitte ihn mal zu uns nach vorne zu kommen. Markus, ich fange erstmal mit dem Positiven an. Du bleibst uns erhalten. Bist schon Coach jetzt in diesem Jahr bei der U19. Bist dort Vorbild für die jungen Spieler und das freut uns sehr. Du bist seit Jahren aktiv, bist seit dem Jahr 2000 Mitglied, bist durch die Jugend marschiert und seit 2006, also ganze 11 Jahre, hat er in der GFL mit unserem Team gespielt, war zuletzt auch Teamcaptain, eine stolze Leistung und nun bist du mit deiner Lisa zusammen, bringst Nachwuchs weit von Dresden Monarchs, sodass wir auch dort Nachwuchs bekommen, so wie dein Bruder, der Marcel, der auch Coach geworden ist und ich glaube, so wächst unser Verein natürlich. Wir freuen uns und sind stolz auf die Leistung, die du gebracht hast in den letzten Jahren. Wir sagen herzlich Dankeschön. Markus, es gibt natürlich auch noch eine Kleinigkeit, wie sich das bei verdienten Spielern so gehört. Und wir wollen uns natürlich auch ein bisschen verabschieden. Ich muss schon mal gucken. Ah, sieht geil aus. Sieht schon sehr cool aus. Ja, sehr schönes Bild, wie es nicht anders sein kann. Ja, also Markus, vielleicht 2, 3 Sätze von dir. Danke. Kurz, knapp, präzise, einen riesengroßen Applaus. Danke und bis bald. Unsere Nummer 90, Markus! Bevor es jetzt losgeht, im Südblock ist die Stimmung schon da. Im Norden warten wir noch auf 2, 3 Leute, aber liebe Leute, es wird noch voller im Norden. Wir werden das heute noch mal testen, wie es aussieht. So, liebe Leute, jetzt wollen wir losgehen mit unserem normalen Spieltag. Und hier ist die einzige Katze, die ich richtig gut finde. Die beste Katze der Welt, unser Maskottchen King Louis!
der nächsten Damen, die zu uns kommen, ein paar Lücken da. Und außerdem sehen wir jetzt, schon mal was ganz Besonderes. Nämlich in ein paar Wochen, in genau zwei Wochen, am 19. Mai, da ist in der Margot Arena, sind es zum dritten Mal hintereinander in Dresden, die deutschen Cheerleader-Meisterschaften. Und da deutschen Cheerleading-Meisterschaften verteilt im Übrigen über zwei Tage, also Samstag und Sonntag wird das Ganze dort stattfinden, in verschiedenen Altersklassen da natürlich auch. Zwei ganz interessante Dinge noch, vielleicht auch vorab. Das eine ist das neue Teamposter, was es heute auch erhältlich gibt. Und zwar gibt es draußen einen Promotionstand unseres Partners AOK Sachsen-Thüringen und dort liegen die Poster aus. Ihr könnt sie euch dann einfach
kostenlos mit nach Hause nehmen. Und eine Sache, die finde ich auch gut, weil es passt auch zum Wetter. Anfang Mai knapp über 20 Grad und es soll vielleicht noch ein bisschen wärmer werden und dann sich auch noch halten bis in den Abend hinein. Es gibt eine sensationelle Location hier in Dresden, das ist der Puro Beach. Und ihr habt mit eurer Tageskarte oder der Jahreskarte da heute auch vergünstigten Eintritt. Das heißt, normalerweise kostet das, ich glaube, 10 Euro Eintritt und mit eurer Karte dann, wenn ihr sie mitbringt und heute Abend dann in den Puro Beach geht, was ich nur empfehlen kann, ist super lustig dort, dann ist das Ganze 50% billiger, kostet dann nur 5 Euro. Aber die Karte, wie gesagt, nicht vergessen. Übertragen wir das heutige Spiel natürlich wie immer auch vom Radio Mommerz. Natürlich ist es am allerbesten auch mit dabei zu sein, nicht nur bei den Heimspielen, sondern auch bei den Auswärtsspielen. Es ist auch so, dass es da eine eigene Facebook-Seite gibt, wo man Busplätze buchen kann. Und wir hatten ja in Potsdam fast wie ein Fanblock. Das sah richtig geil aus. Das sah richtig gut aus. Es war eine richtig große Gruppe, die, glaube ich, das Ganze teilweise zu einem kleinen Heimspiel gemacht hat. Im Fernsehen war es zumindest sehr, sehr deutlich zu hören. Das sah richtig gut aus. Und wenn ihr Lust habt, da mal mit dabei zu sein, es gibt auf Facebook eine Gruppe Dresden Monarchs Auswärtsfahrten. Da könnt ihr das dann dementsprechend buchen und euch auch dann mit einreihen in die tolle Auswärtsgruppe, die da sich immer wieder findet. Wir haben ja nächste Woche ein spielfreies Wochenende und danach zum Beispiel gibt es noch eine Auswärtsfahrt nach Hamburg. Ich glaube, da ist der Bus bisher, glaube ich, bereits ausverkauft. Wenn jetzt ganz viel Nachfrage ist, weißt du nicht, müssen wir an die Organisatoren Mario und Nico dann mal fragen, wie es aussieht, ob wir da vielleicht noch was aufmachen können. Dann tragt euch da einfach ein und dann machen wir auch das Spiel in Hamburg dann zu einem Heimspiel. Übrigens Heimspiel dann natürlich, da freue ich mich auch schon drauf, Sparkassen Game Day, 26. Mai, DDV Stadion, Enthüllung der neuen Blockfahne und wir haben noch eine ganze Menge vor und es kommt unser Lieblingsgegner, die Keyboard, die Hurricanes nach Dresden und da ist auch noch was offen. Also das wird ein interessantes Spiel, gerade wenn wir hier als Fans vielleicht auch nochmal sagen, da bringen wir mal nochmal neue Leute mit zu diesem Spiel, um das Ganze zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. So, spannendes Spiel war es in der vergangenen Woche und unser heutiger Gast ist wirklich mit Furore, kann man sagen, gestartet in die GFL, spielte auch europäisch sogar noch und hat sich da auch super gut durchgesetzt. Also, da ist nichts von einem Aufsteiger zu spüren. Das ist gleich ein Spiel auf Augenhöhe. Und das hat man in der vergangenen Woche gesehen. Wenn man sich das Roster anguckt, ist es gefühlt die halbe englische Nationalmannschaft. Und auch ein ehemaliger Dresdner hat ja den Weg dorthin gefunden. Daraufhin werden wir im Laufe des Spiels nochmal etwas eingehen. Herzlich willkommen! Wir heißen euch herzlich willkommen aus dem Heinz-Steyer-Stadion, aus dem Heinz-Field in Dresden. Bei wunderschönem sonnigen Wetter, ein bisschen windig ist es, deswegen ist es nicht ganz so heiß. Aber wir heißen euch herzlich willkommen zum Saisonligaspielauftakt der Dresden Monarchs im heimischen Stadion gegen die jungen Herren, die da gerade unten einlaufen, die Potsdam Royals. Da haben wir schon letzte Woche ein sehr, sehr spannendes Spiel in Potsdam im Stadion Lustschiffhafen erlebt. Heute gleich Back-to-Back das Rückspiel gegen den verdammt starken Aufsteiger Thomas. Das wird heute eine interessante Nummer. Das kann man zumindest annehmen. Man hat natürlich die Hoffnung, dass die Coaches, also insbesondere natürlich unsere Coaches, aus dem Hinspiel gelernt haben und das Spiel heute vielleicht deutlicher gestalten können. Aber ich bin jetzt schon schwer begeistert von diesem Aufsteiger. Und ich denke mal auch, die werden über den Verlauf der Saison auch noch für mehr Begeisterung sorgen. Ja, wenn man das Hinspiel einfach mal so zugrunde legt, müsste man ja fast von Spiel auf Augenhöhe sprechen. Davon können wir ausgehen. Die Monarchs ja im Hinspiel erstmal mit einem schnellen 17:0 in Führung gegangen. Aber die Royals haben sich da nicht entmutigen lassen, haben ihre Stärken dann ausgepackt. Insbesondere ein starkes Laufspiel über Tyvis Smith, einen starken Quarterback mit David Austin Gayhafer und diverse gute Anspielstationen, die er da immer wieder gefunden hat. Und dann war es ja sogar so, dass zu Beginn des dritten Viertels die Royals ihrerseits in die Führung gegangen sind. Die Monarchs mussten dann einiges an Schippe drauflegen. Zum Schluss war es dann ein 45:34 Erfolg. Aber das war hart erkämpftes Stück Brot sozusagen. Und jetzt im Rückspiel, klar, man hat sich schon ein bisschen besser drauf eingestellt, weiß auch da, was einen erwartet. Aber diese Potsdam Royals sind nicht nur Aufsteiger, sind
ein verdammt verstärkter Aufsteiger mit sehr, sehr vielen Spielern, mit sehr, sehr vielen Imports. Dann haben sie natürlich auch davon profitiert, dass die Berliner Adler in die zweite Liga abgestiegen sind. Da sind einige Spieler wie die Zimmermann-Brüder nach Potsdam in die brandenburgische Hauptstadt gewechselt. Also das ist mehr als ein Aufsteiger. Wir würden sagen, das ist ein Playoff-Contender für dieses Jahr. Das haben wir mehr oder weniger für uns schon so entschieden, ja. Also bekanntermaßen kommen vier Mannschaften in die Playoffs, die ersten vier aus jeder Staffel. Und ja, mindestens auf den letzten beiden dieser vier Plätze sehe ich die Potsdamer momentan. Auch wenn das vielleicht noch viel zu früh ist, nach gerade mal einem Spiel, beziehungsweise Potsdam hat jetzt schon zwei Spiele gespielt. Aber von dem, wie sie auf dem Feld auftreten, Körpersprache, Team-Spirit, Zusammenhalt, auch wie das Spiel funktioniert, was sie aufs Feld bringen, dann bin ich schon überzeugt, dass das klappen könnte für Potsdam. Und irgendwo wünsche ich es denen auch, weil ich denke mal sportlich zumindest, vereinsintern wissen wir nicht, was da ist, aber sportlich sind sie sehr gut organisiert und gut aufgestellt. So, und dann fängt jetzt schon mal so eine etwas neue Instrumentalisierung quasi an. Dann dürften dann auch langsam die Dresden Monarchs ja zum Auftakt in diese Liga, nicht in die Saison, da hatten wir ja schon ein Spiel, das Testspiel gegen Albershausen, aber eben in die Liga dürften sie langsam ins heimische Heinz-Field hineinlaufen. Vielleicht gleich vorweg, weil ihr da die gegenüberliegende Tribüne seht und euch vielleicht fragt, warum sind denn dort so wenig Leute? Ja, die Tradition sagt es halt, dass der Großteil der Monarchs, wenn es hier auf unserer Seite, auf der Seite der alten Steintribüne sitzt, deswegen nehmt das nicht ganz so für bare Münze, es ist schon ordentlich gefüllt. Könnte noch ein bisschen voller sein, aber jetzt machen wir erstmal die Einlaufzeremonie der Dresden Monarchs und wir sind für den Moment nochmal ruhig.
So, also das war die Starting Offense der Dresden Monarchs, die eine ganz ordentliche Leistung in Potsdam gezeigt hat. Da können sie, glaube ich, dieses Jahr ganz, oder dieses Spiel, sagen wir es erstmal so, ob es im Jahr dann so kommt, das weiß man ja noch nicht, können sie, glaube ich, noch ganz gut drauf aufbauen. Ja, in der Zwischenzeit haben wir festgestellt, dass Dinge, die gehen sollten, nicht so richtig funktionieren. Zum einen funktioniert das Replay nicht. Leider. Und wir haben auch keinen Zugriff auf unser Scoreboard, was ihr da eingeblendet seht. Deswegen müssen wir jetzt mal die erste Halbzeit so überbrücken. Wir hatten jetzt überlegt, ob wir nochmal den Stream stoppen und nochmal alles neu einrichten. Das dauert aber locker knappe 10 Minuten und wir haben gesagt, nee, wir machen das jetzt einfach nicht, sondern machen es dann in der Halbzeitpause. Also ertragt jetzt bitte, dass wir ein wenig improvisieren müssen. Wir hoffen, dass es dann zur zweiten Halbzeit alles funktioniert. Ja, wir sind hier nur ehrenamtlich tätige Amateure, die Spaß an der Freude haben. Deswegen, solche kleinen Dinge passieren immer mal wieder. Und die Technik scheint auch ehrenamtlich unterwegs zu sein heute. Das ist wohl so. Ja, wir hatten vorhin schon mal ein falsches Scoreboard drin mit irgendwelchen Lions. Gar nicht, ich weiß gar nicht, was das für ein Team sein soll. Wer ist das denn? Die waren es nicht. Das sind tatsächlich die Royals. Also die Teamnamen stimmen. Das Score wird sich dort auf diesem Scoreboard nicht bewegen. Wir werden das innerhalb sehr oft, hoffentlich, den Score mal verbal mit reinbringen und hin und wieder auch mal auf die Anzeigetafel mit der Kamera gehen. Insofern, ja, seht es uns bitte nach. Derweil seht ihr auf dem Feld, dass die Schiedsrichter das Feld betreten. Die werden nämlich gleich ihre erste Amtshandlung haben, nämlich den Cointoss. Und dazu hätte ich ein paar Namen, die das ich euch wichtig präsentieren Thomas, möchte. Genau. Diese Namen werden spätestens jetzt präsentiert. Merkt man, dass man wieder in der GFL-Saison angekommen ist. Genau, denn Whitehead, Jörg Vogtländer, bekannt und ja, berühmt-berüchtigt, stimmt so nicht, er ist ein guter. Dann Umpire, Sebastian Barth aus Niedersachsen, seine Frau ist auch dabei. Danica Barth ist Linesman, also an der Kette, Line Judge René Kreiner aus Thüringen, Ex-Sachse. Back Judge Sebastian Bernd, Thüringen, also der hat die Zeit. Side Judge Arti Heinrich und Field Judge Tino Hinze und damit haben wir sie dann. Genau, das ist also die Crew heute, die das Spiel leiten wird. Währenddessen sind schon die Team-Captains beider Mannschaften aufs Feld gekommen. Bei den Dresden Monarchs ist es der Quarterback Trenton Norwell, ist es William James mit der tollen Interception, mit dem Kick-Off-Return, halt so rum. Ja. Im Hinspiel ist es Mike Schallow und die 43 Daniel Stechbart. Bei den Potsdam Royals sehen wir die 1, das ist deren Quarterback David Austin Gehäfer, die 2, altbekannt, hat auch mal ein Jahr in Dresden gespielt, Daniel Föhringer. Dann haben wir die 43, der im Hinspiel ein ganz starkes Spiel gemacht hat, Dimitri Steed, der Linebacker, und ganz zum Schluss die 99, Rabi El Tayeb, Defense Liner auf Seiten der Potsdam Royals. Die Münze ist geflogen und wir schauen, um was es da geht. Man spricht zuerst mit den Monarchs. Die lehnen ab. Und damit werden wir dann zum ersten Mal die Potsdam Royals im Angriff erleben. Also geht es quasi andersrum los als beim Hinspiel. Ja. Aber wie gesagt, wir freuen uns sehr auf dieses Match, weil das Hinspiel hat eigentlich alles geboten, was man von einem Footballspiel braucht. Und wenn das im Rückspiel jetzt auch passiert, dann dürfte es kein langweiliger Nachmittag für uns alle werden. Es haben nur unwesentliche Dinge gefehlt, vielleicht ein Safety oder ein Interception-Return-Touchdown oder sowas. Aber grundsätzlich war alles dabei. Die tiefen Granaten, die richtig weiten Pässe gleich. Der erste Touchdown, der ja auch zur Wahl steht bei den Plays of the Week. Wir hatten einen wunderbaren ersten Touchdown von Mitchell Page mit einer Wahnsinns-Sprungkraft und Ballkontrolle. Das war der zweite, der erste war nee, von der erste war, nee, ich meine, der erste von Page. Ach so, war genial. Entschuldige, ja. Wir hatten ja auch gutes Laufspiel, nicht ganz so ja, vom Anteil des Spiels her überragend, aber trotzdem gutes Laufspiel. Wir hatten den One-Hand-Catch von Mitchell Page dann nochmal. Auch Mike Schallow hat einen super Touchdown gemacht mit viel Geschwindigkeit um die ganze Defense drumherum gelaufen. Und genauso auch in der Defense war eigentlich alles dabei. Wir hatten ja leider 2 Interceptions bei uns. Also auch Potsdam hat da super Arbeit gezeigt. Und da sind wir dann gleich beim Thema. Potsdamer Laufspiel war überragend und das wird wohl die Baustelle laut Head Coach Ulz Däuber. Der Running Back der Potsdamer soll heute weniger Platz bekommen, deutlich weniger Platz so, als damit letzte Woche. Kann es dann aber losgehen. Kickoff von Florian Finke, flacher Kick, den er da tritt, wird dann aufgenommen. Nummer habe ich jetzt noch nicht erkannt, der Return über die rechte Seite. Die Nummer 3 war es und das ist dann John Kenyon. Wo sind wir denn gelandet? Genau an der 25. So, das heißt,
wahrscheinlich eher die 24, genau. Also da geht es jetzt für die Potsdamer los. Erster Versuch, 10 Yards zu gehen an der eigenen 24-Yard-Linie. Genau, die Potsdamer kommen mit 4 Receivern aufs Feld. Shotgun-Formation für Gehaver. Und Tyvus Smith dürfte der Running Back da links neben ihm sein. Und der bekommt natürlich auch den Ball, kann sich da wieder aus dem ersten Tackle lösen. Dann ist A.J. Wendland zur Stelle. Und das ist so eine, wirklich so eine Duplizität des Hinspiels. Erstens verpasste Tackles und zweitens A.J. Wendland, Leading Tackler. Aber das erste Tackle hat zwar nicht gesessen, aber es hat den Vorwärtsdrang beendet. Und deshalb könnte A.J. dann zuschlagen. Insofern war es trotzdem ein guter Verteidigungsspielzug. Die Royals auch mit der No-Huddle-Offense. 2. Versuch und 7. Gehaver schaut auf die rechte Seite, wirft über rechts in die Bedrängnis, aber das ist vollständig zum First Down. Ball gefangen von Daniel Föhringer. Jawohl. Ja, die Nummer 2. Kommt bis auf die 35-Yard-Linie. Er hatte damit ja neuer 1. Versuch. Auch ein Touchdown gegen die Monarchs gefangen in Potsdam. Jetzt stellt Potsdam nochmal um, aber es ist trotzdem 2-2 und ein Running Back. Und weiter in die Shotgun-Formation. Gehaver mit dem Ball, linke Seite, diesmal der Blick. Tyvus Smith völlig frei, nimmt jetzt Speed auf über das First Down hinaus, in Seiten aus und das schon in der Hälfte der Monarchs. Ja, das ist dann halt die Gefahr, wenn man offenkundig eher das Laufspiel kontrollieren will und es kommt dann nicht, dann ist auch mal der Running Back für so einen Swing Pass. Und Screen war es ja nicht wirklich frei. Und ja, damit sind sie in der Hälfte, ja. Ja, die 47-Yard-Linie ist es. 3 Receiver rechts, einer links. Gehaver, Ball an Smith, rechte Seite, hat ein paar Vorblocks, geht jetzt nach vorn und kommt bis auf die 40-Yard-Linie, also 7-Yard Raumgewinn. Ja, diesmal war es schon ein bisschen krasser mit dem verpassten ersten Tackle. Das war aber diesmal AJ Wendland. Er hätte zugreifen können, ist ihm nicht gelungen, deswegen relativ großer Raumgewinn. Aber es sind doch nur 6 Yards, es ist die 41. 2. Versuch. Und wie gesagt, auch hier die No-Huddle-Offense. Es geht sehr, sehr schnell. Gehaver hat schon wieder den Ball, schaut auf die linke Seite, wirft über links. Der Receiver war nicht gefangen ist und wäre auch ins Ausgegangen, glaube ich. Frederik Myrop-Nielsen, der auch ein gutes Spiel gemacht hat letzte Woche. Aber erster unvollständiger Pass. Und jetzt der 3. und 4. Wie gesagt, wir können momentan unser Scoreboard nicht bedienen. Deswegen habt ihr da keine Down-and-Distance-Angabe. Vertraut einfach uns, wenn ihr denn wollt. Aber wir blenden ab und an mal das Scoreboard auch ein. Also die Anzeigetafel. 3. Versuch, wie gesagt. 3 Receiver links, einer rechts. Wir haben David Saul als Running Back da im Backfield neben Austin Gehaver. Die Monarchs hat Defense hat umgestellt, hat das gelesen. Und da gibt es den Pass links raus und der ist überworfen für Daniel Föhringer und geht deswegen unvollständig zu Boden. Und jetzt die spannende Frage, was macht Potsdam? Ja, ich glaube, sie kommen mit dem Punt hier. Ja, es sieht danach aus, dass man wechselt. Und nachdem der Drive so gut losgegangen ist, war das jetzt ein ganz wichtiger Stopp aus Sicht der Monarchs. Ich denke, das war das Ziel von Potsdam, viel Druck zu machen, die Monarchs versuchen zu überrennen. Das ging bis zur Mittellinie ungefähr gut und dann nicht mehr zum Glück. Ja, und jetzt müssen sie punten und ich glaube, Mitchell Page ist da der Returner, die Nummer 5 der Monarchs. Die Nummer des Panthers der Royals habe ich jetzt noch nicht erkannt, liefern wir noch nach. Braucht da viel Zeit, aber bekommt den Ball dann los und der ist auch sehr, sehr gut in der Luft, geht aber in die Endzone und damit Touchback. Die Nummer 4. Nummer 4 war es, genau. Justin Kaffenberger, D-Back und eben hier der Panther. Und damit, erster Angriffsdrive der Royals ohne Punkte. Und jetzt kommt zum ersten Mal die Offense der Monarchs. Aber das war schon mal ein gutes Statement, trotz allem. Auch wenn die Potsdamer ordentlich Raumgewinn hingelegt haben, die Monarchs-Defense konnte am Ende halten und die Potsdamer zu einem Punt zwingen. Und jetzt kann man halt selber diesen vermeintlichen Nachteil, nicht zuerst im Ballbesitz gekommen zu sein, für sich ummünzen. Jetzt aber erstmal der Spielzug. Trenton Norwell in der Shotgun mit 4 Receivern und Yasser Nasser als Starting Running Back. Norwell, späte Ballübergabe und Nasser hat da, Yasser hat einen riesen Platz, macht das First Down. Er war da selbst überrascht, dass da so eine riesen Lücke da war. Ja. Aber da sieht man halt, was so ein Draw-Spielzug alles ausrichten kann. Ja, das war ein klassischer Draw-Pass. Ja, nicht ganz so extrem angedeutet, aber zumindest diesen Dropback vom Quarterback. Pass angezeigt für die Defense und dann war viel Platz rechts. Nächster Spielzug, wieder Yasser Nasser mit dem Lauf.
Diesmal ist es aber etwas kontrollierter aus Sicht der Royals. Da kommt dann nur so gute 4 Yards nicht ganz voran. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wenn das Laufspiel gut funktioniert, kann man ganz anders variabel sein. Das hat in Potsdam etwas gefehlt. Ist richtig. Die Last des Spiels lag auf dem Passspiel. Das wollte man heute eigentlich auch weiter so durchziehen, solange es funktioniert. Aber bisher hat man es noch gar nicht ausgetestet. Jetzt aber der erste Pass. Oh, das war kritisch. Ah. Und er verliert den Ball. Aber wird unvollständig gegeben. Ja. Flagge liegt auf dem Feld auf Höhe der Anspiellinie. Wer hat ihn da rauslassen müssen? Chris Genau. Ja, Chris Genau war es, die 80. Für meine Begriffe war es ganz knapp zum Thema gefangen oder nicht gefangen, aber es war ein Incomplete Pass und jetzt gab es das Zeichen für illegaler Receiver Downfield. Da war also wahrscheinlich entweder einer der O-Liner zu tief gelaufen oder es war ein Receiver gecovert. Unterrechtes Receiver Downfield, Nummer 80 Dresden. Ja, da war es selber. Also hat Chris Genau an der Linie falsch gestanden, wahrscheinlich zu weit vorn. Deshalb war er... Nee, nicht so weit vorn. Wo hat er denn überhaupt gestanden? Außen oder innen? Außen wahrscheinlich. Wir haben leider jetzt kein Replay. Er hat wahrscheinlich außen gestanden, so wie er sich jetzt auch aufstellt. Und da war er zu weit. Aber natürlich können die Royals jetzt die Strafe ablehnen. Deswegen jetzt schon 3. und 6. Er hätte jedenfalls nicht auf Passroute gehen dürfen. Das hat er gemacht. 3 Receiver links, einer rechts. Norwell in der Shotgun. Hat den Ball. Muss sich da umorientieren, wirft über die rechte Seite und da ist vollständig frei Mike Schallow. Und das ist ein First Down in der Hälfte der Royals. Schön gemacht da von Trenton Norwell, aber auch von Mike Schallow an der 44-Yard-Linie. Neuer erster Versuch. Ja, hat man mal schön den Unterschied gesehen zu den Regeln der Profis in der NFL. Ein Fuß reicht im College und er hat auch nur einen ins Feld gebracht. Der zweite war dann schon im Aus, aber im College reicht das halt. Und zum Glück für die Monarchs neues. Nächster Snap, wieder der späte Ball an Yasser Nasser. Der macht da weitere 4 Yards gut, kommt bis auf die 40-Yard-Linie. Ja, also sind deutlich mehr Laufspiele jetzt zu Beginn, Laufspielzüge gecallt bei den Monarchs. Das war im Hinspiel noch anders. Da hat man fast ausschließlich auf den Pass gesetzt. 4 Receiver weiterhin. Norwell mit dem Ball, schaut über die Mitte, leicht linke Seite, jetzt gibt es den tiefen Pass über links, da ist Bryce Cookham und der fängt zum Touchdown! 40-Yard-Pass von Trenton Norwell auf Bryce Jacques-André Cookham. Und das war, denke ich, genau die Rechnung, die die Monarchs machen wollten. Laufspiel, viel Laufspiel, die Potsdamer da irgendwie zu weit nach vorne locken und dann doch den tiefen Pass werfen. Und das ist nun wieder... Breeze Kokong ist, das ist natürlich irgendwie passend zum Hinspiel, denn da war auch dieses Duo, Trenton Norwell und Breeze Kokong, das Duo. Die Monarchs damit 6 Punkte auf dem Board und jetzt kommt Florian Finke mit dem Extrapunkt. Es war ganz schön knapp, da kam viel Druck durch, aber es hat geklappt. Extrapunkt sitzt und damit 7:0 für die Dresden Monarchs, die also ihrerseits ihren ersten Drive sofort verwerten können. Und das Ganze bei noch 8 Minuten und 29 Sekunden im ersten Viertel. Also die Entscheidung, Cointos-mäßig zu sagen, wir verlagern uns auf die zweite Hälfte, geben Potsdam das Angriffsrecht, die hat sich schon mal ausgezahlt. Und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten scheint da gewesen zu sein. Insofern konnten die Monarchs halt hier einen wunderbaren Drive zeigen, haben einmal kurz gestockt mit dieser Strafe gegen Chris Genau, aber die war... vom Gegner ja auch abgelehnt, weil der Pass incomplete war. Und das hat sich dann am Ende für die Monarchs positiv ausgezahlt. So, und Florian Finke, wie ihr kennt das, der ist bei den Monarchs für so gut wie alle Kicks außer die Punts zuständig. Der darf dann jetzt gleich den anschließenden Kick-off oder Free-Kick, wie es im Fachjargon heißt, ausführen. Mal schauen, ob er wieder so flach kickt. Ich tippe mal auf Touchback-Versuch. Und so sieht es dann auch aus. Jawohl, bis hinter die Endline. Zum Touchback und damit bekommen die Potsdam Royals den Ball auf der eigenen 25-Yard-Linie. Und die Uhr hat sich dementsprechend nicht verändert. Wie gesagt, 8 Minuten 29 noch zu spielen. Ein Score für die Monarchs, keins für Potsdam, die dann aber jetzt ihren zweiten Drive beginnen. Und nochmal der Hinweis, wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zugriff auf unser Scoreboard. Was eingeblendet ist, auch keine Replay-Funktion. Wir starten in der Halbzeit neu, dann steht das hoffentlich wieder zur Verfügung. Bitte seht uns nach, dass das jetzt erstmal nicht möglich ist.
Gehäfer hat den Ball, wirft vollständig auf die Nummer 9, auf David Saul. Der kommt 3 Yards da nach vorn und damit 2. Versuch und 7. Downmarker muss noch justiert werden. Passiert dann jetzt. Leroy ist schon wieder aufgestellt. 3 Receiver rechts, einer links. Und Gehäfer gibt den Ball an Smith, ja, und da sind sie sofort dran. So muss Tim es sein. Weidner. Genau. Keine Chance für Tyrus Smith nach vorn zu kommen. Das sind 3 Yards Raumverlust. Und damit ist es dann wieder ein 3. und 10. Das ist das, was die Monarchs machen wollten. Den Running Back viel eher schon attackieren. Und das hat ja super geklappt. Es sieht auch fast nach einer 4-3 Defense aus. Aber wie gesagt, einer von den 4ern da vorne ist ein Linebacker. Das täuscht also. Gehäfer hat den Ball, hat jetzt noch ein bisschen Zeit, wirft über die Mitte den tiefen Pass und der ist zwar gut gemacht für Daniel Flagge Thüring, aber eine Spur zu hoch. Flagge beim Quarterback, also Alan Steinert ist dort zum Quarterback durchgekommen, aber okay. Es war ein Holding, ja, gegen Vorzeichen die Potsdamer. Ist das Holding gegen Potsdam, da zuckt man ja kurz und denkt, ah, roughing the passer vielleicht. Ich habe noch geguckt, er hat ihn noch getackelt, aber das war zeitlich so unmittelbar nach dem Passabwurf, dass das kein Roughing war. Nummer 68, Potsdam. Und damit zwingen die Monarchs nach der abgelehnten Strafe die Royals zu einem 3-and-out. Hat sich also doppelt ausgezahlt, hier Druck zu machen, das Holding zu provozieren und genauso gut auch den Pass zu decken und den incomplete zu machen. Damit konnte man die Strafe ablehnen und das zwingt die Potsdamer zum nächsten Punt. Und wir hatten ja im Hinspiel einmal dieses Missgeschick mit einem viel zu hohen Snap. Das ist jetzt hier auch gefährlich. Man ist schon relativ weit hinten. Der Panther steht auf der eigenen 10, aber der Snap ist super. Ah, fast geblockt, fast da waren geblockt, sie fast ja. Durch. Muss man ja wieder schauen, dass es kein Roughing into the Kicker oder sonstiges gibt. Aber erstmal gibt es einen schönen Return von Mitchell Page. Ah, der wuselt sich da wunderbar durch die Royals durch. Muss dann den eigenen Leuten rausweichen und eine Flagge ganz zum Schluss. Ganz späte Flagge, aber ein schöner Block von Jonas Gacek auch. Der da quasi mit dem Blick zu seinem eigenen Returner steht und den Block genau da hinsetzen kann, wo er gebraucht wird. Aber dann gab es die Flagge am Tackle. Entweder direkt beim Tackle, dann ist das eher ein Indiz dafür, dass die Strafe gegen Potsdam geht. Aber hier war was nach dem Spielzug. Und, wer was und das ging gegen Spieler. Die Monarchs. Und ein verletzter Spieler, genau. Bei Potsdam, die Nummer habe ich jetzt noch nicht gesehen. Einstellig, ist das Neil? Also Late Hit durch die Nummer 8 der Dresden Monarchs. Nach dem Spielzug noch reingesprungen. Ich glaube aber nicht, dass das der Spieler ist, um den es jetzt hier geht. Denn der hat was am linken, am rechten Kniegelenk. Das könnte Carol King sein, die 8 wiederum der Potsdam Royals. Ja. Also David Saul ist es nicht, der läuft vom Feld. Aber es war eine einstellige Nummer. Zumindest meine ich das so gesehen zu haben. Hendrik meint eine 6. Die 7 ist es nicht, der steht auf dem Feld. Eine 6 würde auch keinen Sinn machen. Die 5 könnte es noch sein, das wäre dann Nice God Grant. Den kennen wir ja vom letzten Jahr noch. Und das ist er auch. Doch, okay, dann war das richtig. Bitter. Aber es scheint weiterzugehen, ja, so elegant, wie er vom Feld trabt. Es war ja auch sein gewohnter Teamarzt mit dabei. Dr. Klein war auch am Feld. Ja, na, hier ist Scott Grant, der ja vor der Saison gewechselt ist, von den Monarchs nach Potsdam. Und durch die Strafe gegen Hans Blum geht es jetzt zurück in die eigene Hälfte, aber trotzdem an der eigenen 47 ist das immer noch eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Ja, es ist ungefähr die Hälfte des Returns damit zunichte gemacht, aber immer noch eine gute Position. Die Receiver weiterhin 2 auf jeder Seite und Yasser Nasser, der Running Back. Trent Norwell bleibt in der Shotgun, hat jetzt den Ball, übergibt ihn an Nasser. Der geht da wirklich Kopf runter nach vorn und das sind 4 Yards Raumgewinn. Ja, der macht das echt gut heute. Und scheinbar lässt man auch diesmal die Drives länger. Ah ne, jetzt tauscht man, jetzt kommt Tonga aufs Feld. Es sind sogar 5 Yards Raumgewinn, 2. Ja. und 5 damit. Und jetzt Glenn Tunga, ja. Derjenige, der auf der Running Back Position steht. Wie gesagt, beide sind so ungefähr gleichberechtigt von den Spielanteilen. Ja. Zumindest sagt das der Coach, dass man da mit beiden Running Backs gleichberechtigt ins Spiel geht. Theoretisch müsste man ihm den Ball jetzt auch gleich geben, aber... Na, warte noch. Vielleicht mit dem Pitch, genau. Der Pitch, aber Tunga muss da abstoppen und dann ist die 11 der Royals, dann ist Elton Voss, der D-Liner aus den USA, dann schnell zur Stelle. Wir haben noch 6 Minuten 20 zu spielen, die Uhr läuft und wir sind im ersten Viertel. Nach wie vor 7 zu 0 für die Monarchs.
Jetzt müssen wir mal schauen, dass die Receiver sich richtig hinstellen. Wir hatten ja vorhin das Problem. Okay, das passt. Thomas hat das gecheckt. So, und dann kann es jetzt losgehen. Norwell hat den Ball. Und da ist der Pass. Ah, der war wohl für Mitchell Page eher gedacht. Ja, aber eben darauf vertraute, dass Rhys Kokang den ganzen nimmt. Und damit ist es ein vierter Versuch. Kurz vor der oder kurz nach der Mittellinie. Und da gehen die Monarchs dann auch auf Nummer sicher. Jacob Templer und damit das Punt-Team kommen aufs Feld. Ja. Ich denke mal, Trenton Norwell musste hier deutlich früher werfen, als er wollte. Deswegen war die Präzision, die Abstimmung, Laufweg, Receiver und Pass nicht ganz passend. Sei es drum, vierter Versuch und mal schauen, wie der Punt aussieht. So Hangtime-mäßig, hoher Snap, aber geht gerade noch. Kein Druck und hoher Punt und damit lange Hangtime. Und wird dann aufgenommen von den Royals mit einem Fair Catch auf der 13-Yard-Linie. Damit weiter Weg zu gehen. Und die Nummer 3 war es. John Kenyon wieder. Also wie gesagt, es steht 7:0 für die Monarchs. Lasst euch bitte von der Einblendung in unserem Scoreboard nicht täuschen. Die Monarchs führen. Wir sind dann in der Halbzeit dabei, dieses Scoreboard zu resetten, auch die Replay-Funktion zuzuschalten. Wir haben da im Moment, weil die Technik das nicht will, keinen Zugriff. So ist man dann halt mal ausgesperrt, aber wenigstens funktionieren die Kameras in die Übertragung und das ist ja die Hauptsache, den Rest können wir dazu erzählen. David Ossengaver hat den Ball, kommt da unter Druck, kann sich aber schön befreien, hat jetzt ganz, ganz viel Feld vor sich und das nutzt er natürlich auch zum First Down. Kommt da bis auf die 29-Yard-Linie, schöner Lauf vom Quarterback und damit neuer erster Versuch für Potsdam. Tim Weidner war wieder der, der das Tackle gemacht hat, die Nummer 9 der Monarchs. Weiter geht's hier in dieser No-Huddle-Offense-Schlacht sozusagen zwischen beiden Teams. Gehever kommt da ein bisschen ins Straucheln, wirft den letzten Moment, aber der Ball ist unvollständig. Das ist aber für mich ein Lateral. Es ist für mich ein Lateral. Nee, ist ein Vorwärtspass. Ja, aber beides, Moment. Nee, wird als Incomplete Pass gewertet. Okay, also das war ein bisschen Unglück von David Gehever. Da hätte er wahrscheinlich selber laufen können. Gibt den Pass, aber der Receiver kann ihn da nicht festhalten und damit unvollständig 2. und 10 an der 29. War relativ knapp, also ein Schritt weiter hinten und es wäre ein Parallelpass gewesen, dann wäre das ein freier Ball geworden, aber so incomplete Glück für Potsdam in dem Moment. Nächster Snap. Gehever schaut auf die linke Seite, wirft jetzt den tiefen Pass über links, aber der ist... Ja, der hätte fangen können. Ich wollte gerade sagen, der sah erst so aus, als ob er doch zu weit nach außen gelegt ist. Aber er musste sich einmal um die Schulter nochmal drehen. Er hat sich nämlich erst über die falsche Schulter gedreht. Und dann musste er nochmal zurück und genau das hat ihm dann am Timing gefehlt, den Ball zu fangen. Frederik Myrop-Nielsen war es wiederum. Und bei den Monarchs stand ihm da die Nummer... Ich habe es gerade gar nicht gesehen, wer ihm da gegenüber stand. Arbeiten wir danach. Ja. Gucken wir gleich nochmal. Ich weiß noch, wer es war. Ich kann aber die Nummer im Moment auch nicht ablesen. Damit 3. und 10. Nächster Snap und es wird abgepfiffen. Keine Flaggen aber auf dem Feld. Hat es da vorher einen Timeout gegeben? Ja, Timeout angezeigt gegen oder für die Potsdam Royals. Und der D-Back vorhin war Martin Jakob, also die 29 ja, zumindest. Der das noch passt. Vor der Saison von den Berlin Adlern gekommen ist, ganz genau. Der hat da die Deckungsarbeit übernommen. So, 7:0 für die Monarchs. Wir sagen es immer noch dazu, weil unser Scoreboard, wie gesagt, das Falsche anzeigt. 5 Minuten blendet dankenswerterweise immer die Stadionanzeige ein, da steht es richtig. Wir werden in der Halbzeitpause daran arbeiten, dass wir es dann auch wieder richtig machen. Lasst euch nicht verunsichern und wenn ihr euch schon davon verunsichern lasst, dann wird es ansonsten schwer im Leben. Matthias hat immer noch einen sehr skeptischen Blick drauf, weil er sich nicht erklären kann, warum wir nicht aufs Scoreboard und auf das Replay zugreifen können. Ja. Irgendwie sperrt uns gerade unser eigener Server aus. So kommt uns das vor, sage ich jetzt mal mit meinen laienhaften Worten. Aber das soll ja anderen auch schon passiert sein. Ja, aber das Wichtige ist, der Stream läuft. Und wir haben eine kleine Bildregie, also alles gut. So, Auszeit zu Ende für die Royals. Die Spielsituation bleibt noch anstrengend, nämlich 3. und 10 an der eigenen 29. 3 Receiver links, einer rechts.
Snap. Gehäfer schaut über die Mitte, schaut auf die rechte Seite, wirft über rechts. Ball ist gefangen, aber das reicht nicht zum First Down. Das sind noch so ungefähr 3 bis 4 Yards Raumgewinn. Max Zimmermann fängt den Ball, aber wie gesagt, nicht ausreichend für einen First Down. Und damit im 4. Versuch das Punt-Team auch auf Seiten der Royals wieder dabei. Justin Kaffenberger kommt und auf Seiten der Monarchs Mitchell Page. Da scheint noch einer auf Potsdamer Seite zu fehlen. Zumindest gestikulieren die Spieler das ja wollen. Da kommt er dann auch, die 23. Ah, da gibt es das nächste Timeout. Das ist dann eher weniger schön, dass man da schon das zweite gleich nehmen muss im ersten Viertel. Wir sind bei 4 Minuten 40 noch zu spielen. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd aus Potsdamer Sicht. Für so eine eigentlich banale Situation ein Timeout verbraten zu müssen. Aber gut, dann geht halt auch Sicherheit vor. Ehe irgendwas schief geht, dann nehmen die Coaches das Timeout halt. Und wie gefährlich der Mitchell Page im Return ist, hat er ja vorhin schon gezeigt. Ja, oder lass mal, da fehlt einer an der Linie, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Blocks natürlich groß. Und wenn wir sehen, wo wir da uns befinden auf dem Feld, tief in der eigenen Hälfte, das macht keinen Spaß. Deswegen sagt sich der Coach, ach was soll's, Timeout raus und lieber auf Sicherheit gegangen. Und jetzt sind sie wohl aber vollzählig. Ja, und Mitchell Page steht auch bereit. Einen Punt hatten sie ja geblockt in Potsdam. Und es dauert in der Tat immer lange, bevor der Royals Panther den Ball da in die Luft bekommt. Mal schauen, ob sie das mal ausnutzen wollen und ausnutzen können. Wieder viel Druck, aber gut verteidigt, gut abgewehrt. Mitchell Page nimmt den Ball auf, retourniert, bleibt dann noch im Feld, versucht sich da an der Seitenlinie lang zu mogeln, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Die 14 zum Schluss. Kevin Hummel, der bringt ihn ins Seitenaus. Und wir haben eine Frage aus dem Chat, ob es eine Schätzung zur Zuschauerzahl im Stadion gibt. Naja, wenn ich beide Seiten so vergleiche, also 2000 dürften es locker sein. Ja, man muss mal die Frage stellen, wie viel das in Potsdam wirklich war. Die 2,7, die da angegeben wurden, die kann ich eigentlich nicht glauben. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, da würde ich heute auf 2000 tippen, ja. Mindestens. So, aber dann Ballbesitz jetzt für die Dresden Monarchs, dritter Drive. Diesmal geht's los in der Hälfte schon. Der Royals an deren 46. Wieder Yassan Nasser, der Running Back. Und der bekommt auch den Ball. Läuft dann allerdings recht schnell fest. Aber hat immer noch die Bewegung nach vorne, trotz dieses recht harten Einschlags. 3 Yards da, bevor bei Demetrius Steed Schluss ist. Schaut euch mal die Schuhe an von der Nummer 10 der Monarchs. Na schön, ne? Ja, da will ich dann gleich nochmal zurück auf die Nummer, aber erstmal das Spiel zu. Marvel mit dem Ball, sucht seine Optionen, wirft und das ist die Interception. Die war zu klar, die war zu einfach. Justin Kaffenberger, der greift zu und retourniert jetzt den Ball über die Mittellinie. Schöner Return nach der Interception, aber das war viel zu einfach. Der Pass war wirklich, das geht klar auf den Quarterback, auf Trenton Norwell. Ja, weil auch der Cornerback, also der hier den Return auch gemacht hat, ja deutlich zwischen Gegner und Quarterback gekommen ist. Also den Ball immer sehen konnte und dazwischen gehen konnte. Und das nicht erst im Moment des Fangversuchs, sondern sein Laufweg war eigentlich schon dahin vorprogrammiert. Ist halt jetzt die Frage, ob der Receiver dort falsch gelaufen ist, zu weit nach hinten, hinter den Cornerback. Oder ob der Cornerback einfach seinen Job sehr gut gemacht hat und der Quarterback das nicht mitbekommen hat. Für meine Begriffe vermeidbar, aber ist halt nun mal passiert. Und man schenkt den Potsdamern damit eine sehr gute Ausgangssituation. Ja, denn sie sind jetzt an der 45 der Monarchs. Haben den Ball gespielt. Tyvus Smith ist noch im Backfield. Wühlt sich da wenigstens noch bis zur Anspiellinie. Hans Blum war da schon an ihm dran. Aber eben, es ist nur die Anspiellinie und damit 2. und 10. Aber auch hier wäre ein Stop mit 2-3 Jahren Raumverlust möglich gewesen. Also der
der Running Back ist schon physisch sehr stark und kann dann eben auch mit Gepäck noch einen Impuls nach vorne geben. Drei Receiver links, einer rechts. Gräfer mit dem Ball, linke Seite ist der Blick, da wirft er dann auch hin den tiefen Pass und da macht Martin Jakob so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Ja. Nämlich, dass er nie zum Ball schaut gegen Frederik Myrop-Nielsen und vor allen Dingen sich dann eben ausknocken lässt, indem er weiterläuft, während Nielsen abstoppt. Und das war Maßarbeit von den Royals und das ist ein First Down an der 21-Yard-Linie. Also die Royals klopfen an der Red Zone der Monarchs. Travis Smith hat den Ball, linke Seite, kann dem ersten Tackle-Versuch ausweichen, geht dann nach vorn. Das sind ungefähr 3 Yards Raumgewinn. Und jetzt sind sie dann drin in der Red Zone und wir haben noch 2 Minuten 35 zu spielen. Die Uhr läuft. Nach wie vor 7:0 für die Monarchs. Aber die ersten Punkte für Potsdam liegen jetzt hier beinahe schon in der Luft. Der Helfer wieder mit dem Ball. Diesmal soll es über die rechte Seite gehen. Pass in Richtung Endzone, aber der war deutlich überworfen. Daniel Föhringer wäre da der Receiver gewesen. Der hatte aber nicht mal den Hauch einer Chance, da ranzukommen. Und damit 3. und 7. Wird die Uhr angehalten und zwar durch den Backjudge. Scheint es irgendwie ein Ausrüstungsproblem bei AJ Wendland zu geben. Oder? Ja. Er hat seinen Mundschutz nicht drin, aber das muss jetzt nichts heißen. Kann er ja nach dem Gespräch mit dem Schiedsrichter rausgenommen haben. Die Frage ist, was hat er denn? Vielleicht ist da auch was im Gesicht, was blutet. Das ist natürlich dann zu versorgen. Aber blutende Wunden müssen gestillt werden. Gibt da jetzt aber niemand, der sich um ihn da irgendwie kümmert. Da stattdessen haben die Monarchs ihre erste Auszeit genommen. Ja, die Physiotherapeutin, die Stefanie, hat sich ihn mal angeguckt und kommt jetzt auch zu ihm. Ja, da ist was mit Blut im Gesicht, Nasenbluten oder irgendwas. Das Problem ist halt nur, das ist ja quasi ein Verletzungs-Timeout. Das kann man durch ein Timeout selber nicht reparieren, anders als wenn jemand einen Helm verliert. Da müssen die Monarchs jetzt darauf achten, dass AJ jetzt nicht... Wir müssen jetzt darauf achten, dass AJ nicht aufs Feld zurück dürfte. Da müssen wir mal schauen. So, die Monarchs sind mit ihrem Huddle fertig. Und AJ bleibt an der Seitenlinie. Alles richtig gemacht. Ist natürlich dann schon ein Verlust, wie gesagt, Leading Tackler im Hinspiel. Ja, ja. Gerade jetzt bei so einem 3. und 7 in der eigenen Red Zone, wo man wirklich stehen muss als Defense. Mal gucken, wie sie es abwehren können. Reus mit 3 Receivern rechts, einem links. Gehäfer schaut auf die rechte Seite. Nimmt den Ball zurück, geht jetzt selbst nach vorn. Da ist noch ein bisschen Weg zum First Down und der kämpft, aber das reicht nicht. Aber da gibt es nochmal den Steal vom eigenen Mann, der geht nach vorn. Und jetzt wird es spannend, wie eng das ist. Ja, ich glaube, es reicht nicht von der Perspektive her. Müsste das deutlich noch davor sein. Ja, das war ein bisschen undurchsichtig jetzt. Ja. Die späte Ballübergabe dann an den eigenen Mitspieler. Es war ja wieder an die 32 an den Running Back, an Herrn Smith. Ja, 4. und 1 und sie spielen das aus. 4. Versuch, 1 Yard zu gehen. Und das soll jetzt den Sneak geben. Jawohl, da geht der Helfer nach vorne, das reicht. Ah, das haben wir im Hinspiel auf beiden Seiten schon gesehen. Schon also gesehen, das scheint zu funktionieren. Wir haben jetzt noch 1 Minute 28. Die Uhr steht jetzt kurz, weil ein First Down erreicht wurde. Wird aber gleich wieder angedreht werden, nämlich jetzt. Das ist ein First Down, Goal to go an der 10-Yard-Linie. Zwei Receiver auf jeder Seite, Shotgun. Gehaver, Ball an Smith, linke Seite, da passen sie so gar nicht auf den Running Back der Royals auf. Der kommt da 5 oder 6 Yards nach vorn, je nachdem wo er dann in Seiten ausgetreten ist.
So, wir sagen es gerne für alle, die immer auch noch später dazukommen. Es stimmt das, was im Stadion steht. Es steht 7:0. Wir haben im Moment keinen Zugriff auf unser Scoreboard, deswegen steht dort 0:0. Und nein, wir können im Moment das Scoreboard nicht ausschalten. Deswegen müsst ihr bis zur Halbzeit damit jetzt zwingend leben. Zweiter Versuch, go to go an der 4-Yard-Linie. Wieder Tyrus Smith, linke Seite, arbeitet sich durch zum Touchdown für die Royals. Ja, da kommt das Zeichen auch noch, das offizielle. Also 6 Punkte für die Royals, die damit den Anschluss zumindest erstmal herstellen. Jetzt fehlt noch der Extrapunkt. Und wir haben dann anschließend noch 48 Sekunden im ersten Viertel. Jetzt gab es ein bisschen Stress, wo der Ball zu liegen hat. Aber wenn der Umpire den Ball platziert, dann hat den niemand mehr anzufassen. Die Nummer 2 der Potsdamer ist da der Holder, nämlich Daniel Föhringer. Und Patrick Felber ist der Kicker. Jetzt fehlt wieder einer bei Potsdam. Das ist natürlich was, was absolut vermeidbar ist. Aber sie haben noch genug Zeit. So, der Snap müsste jeden Moment kommen, ja. Steht und der Kick dürfte gut sein. So ist es. Damit also Ausgleich. Die Potsdamer mit ihrem ersten Touchdown inklusive Extrapunkt zum 7:7 bei noch 48 Sekunden im ersten Viertel. Ja, und so ein bisschen wiederum Parallelität der Ereignisse. Auch in Potsdam haben wir ja zumindest einmal Punkte hergegeben. Durch eine, nee, nicht, das war ja keine Interception, die Punkte gebracht hat, oder? Also irgendein Turnover hat Punkte gebracht. Wie es sei, wir hatten auf jeden Fall diesen Punt-Fake, der danach zum Touchdown geführt hat. Auf jeden Fall war es ein Turnover und die Potsdamer nutzen das Turnover nach dieser Interception und machen ihre ersten Punkte, insofern vermeidbar aus Monarchs Sicht. Aber das war die Interception als solches ja auch, insofern... Da muss man dann halt damit leben, wenn man diese Fehler macht. Und jetzt muss man sie halt wieder ausbügeln, indem man mit der eigenen Offense wieder produktiv wird. Und vielleicht nicht nochmal wie vorhin wieder zum Punt gezwungen wird. Bei den Monarchs Mitchell Page und wahrscheinlich William James, oder? Der zweite Returner. Sehr wahrscheinlich. Das wäre zumindest auch wieder passend. Mal gucken, wo die Potsdamer hinkicken, in die Endzone. Ja, über William James hinweg. Jawohl. Und damit Touchback. Ja, für die Monarchs eigentlich am Anfang des Spiels alles richtig gemacht. Und jetzt auch ein bisschen das Momentum wieder zurückgegeben, was man eigentlich hatte. Ja, ich meine, man hat eben noch das Glück, dass man immer noch vorlegen kann, obwohl man eben gar nicht zu Beginn in Ballbesitz war. Aber ja, die Interception hat das Ganze ein bisschen kaputt gemacht. Denn das war ja ein Drive mit eigenem Punt, dann den Gegner zum Punt gezwungen, wieder in Ballbesitz gekommen und dann den Ball hergeschenkt. Das darf jetzt nicht nochmal passieren. Schauen wir, was Trenton Norville macht. Gleich wieder ein Passspielzug und der wäre, naja, der war zumindest auch wieder gefährlich, weil Breeze Cocon da auch schon gut in der Verteidigung war. Ja, jetzt von kommen wir mal 22. Kurz zu Breeze. Also wir nennen ihn Breeze. Manche sagen Bryce. Andreas Renner von GFL-TV fragt mich nämlich gerade, wie denn nun, Französisch, Englisch? Also seine Teamkameraden nennen ihn auch Breeze und von daher bleiben wir jetzt dabei. Zweiter Versuch, Pass über die rechte Seite. Ja, da stimmte die Koordination zwischen Trenton Norville und Chris Genau nicht und damit 3. und 10. Und da waren auch wieder 2 Receiver relativ nah beieinander. Der zweite war Mike Schallow dann noch, die beiden Leipziger. Aber das kann ja die Perspektive auch ein bisschen, ja, verdichtet haben, dass die gar nicht so dicht beieinander waren. Na, jetzt müssen Fakt die Monarchs ist, wir schon. Müssen jetzt, genau, 10 Yards immer noch zu gehen. Dauert jetzt lange bis zum Snap, jetzt kommt er. Da kommt schon sofort Druck auf Norville, der und verliert Fumble. Den Ball, das ist ein freier Ball. Und den hat Potsdam. Ja, die 13 sichert sich den Ball, nächstes Turnover von Trenton Norville. Und die Turnovers verlagern sich immer mehr in Richtung Dresdner Endzone. Diesmal schon kurz vor der Red Zone. Jan Schewitzer greift zu auf diesen freien Ball. Und das sind genau die Fehler, die wir eigentlich nicht mehr sehen wollten.
Ich meine, gut, ein Tackle von hinten auf einen Quarterback, da kommt es des Öfteren zu Ballverlusten. Aber dieses Tackle von hinten hat ja auch eine Ursache, insofern ist dort die Baustelle im Moment. Drei Receiver links, einer rechts. Das ist die 21-Yard-Linie wieder. Den Ball hat Gehaver, wirft, da ist aber Jamari Milliken viel Flagge, zu zeitig dran. Da darf die Flagge gern kommen, jawohl. Er wollte durch den Gegner durch und ja, blockt ihn fast mit seinem eigenen Körper. Und das ist definitiv eine Behinderung. Was? Das finde ich jetzt gewagt. Ich meine, ich finde es gut für die Monarchs, aber der Kontakt war deutlich früher, als der Ball da war. Ich sehe das ganz genauso. Aber wir haben ja nichts zu entscheiden. Drei Receiver links. Nächster Snap. Wieder Frederik Myrop-Nielsen. Das ist dasselbe Problem wie im Hinspiel. Er ist völlig frei, kommt dann zum First Down. Und ihr habt das jetzt nicht gehört. Deswegen kann Thorsten das jetzt bitte nochmal sagen. Weil du warst nicht on air. Achso, er hört uns nicht. Okay. Dann lasse ich einfach sein Mikro offen. Er hat nur gerade gesagt, dass Trenton Norwell einen kleinen Cut an der Hand hat. Und ja, dass das wahrscheinlich... Es ist aber die linke Hand, also nicht die Wurfhand. Insofern ist es einfach nur eine Schutzmaßnahme. Er hat auch einen Handschuh drüber jetzt. Da geht es einfach auch darum, dass eben keine offenen Wunden sein dürfen. Und während ich das sage, endet das erste Quarter bei 7-7. Wir beobachten das mal weiter, was Trenton Norwell angeht. Ich hoffe, ich rede mich jetzt nicht um Kopf und Kragen, aber er ist doch Rechtshänder, oder? Ja, ja. Das ist ja immer so eine Geschichte, man nimmt das immer so gar nicht so wahr. Also nach dem Motto Betriebsblind sind wir alle ein bisschen. Aber ich meine schon, er ist Rechtshänder, von daher ist das nicht die Wurfhand. Und da hat er jetzt ein Tape drüber bekommen und zum Schutz eben auch noch ein Handschuh. Und das sollte dann damit erstmal erledigt sein. Aber erstmal ist er zum Zuschauen verdammt, weil die Monarchs Defense auf dem Feld ist und da gut zu tun hat. Also Stand ist 7-7. Bitte nicht irritieren lassen von unserem Scoreboard, das stimmt da nicht. Wir fixen das in der Halbzeit hoffentlich zumindest. Und ja, es ist ein First Down Goal to go an der 7-Yard-Linie für Potsdam nach dem zweiten Turnover von Trenton Norwell. Gehaver mit dem Ball, Ball an Smith. Da ist wieder das erste Tackle, aber der hält diesmal fest. Und kriegt dann noch Hilfe von Jonas Gacek. Tim Weidner ist da dran. Bleibt ein O-Liner liegen, der Potsdamer. 2 Yards Raumgewinn für Smith. Ist jetzt die 5-Yard-Linie, aber erstmal verletzter Royal auf dem Boden. Das sieht aber komisch aus. Der bewegt sich fast nicht. Die 58 oder 59. Die 59 müsste es dann sein. Tim Hirseland. Auch ein bekannter Name in berlin-brandenburgischem Football-Geschehen. Schaut sich da seinen rechten Fuß an. Ja, das... Nee, das linke Fußgelenk, ja. Aber also unten am Knöchel. Aber jetzt scheint es vorsichtig wieder weiterzugehen. Nicht ganz rund im Lauf, aber zumindest läuft er. Muss aber jetzt natürlich vom Feld, nimmt den Helm ab. Aber es ist schon noch offensichtlich schmerzhaft. Gute Besserung an der Stelle und dass er dann möglichst schnell wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann. So, Spielzeug wieder freigegeben, zweiter Versuch, 5 Yards bis in die Endzone. Gehaver hat am Problem, aber wirft und der Ball ist im Aus gefangen. Wieder Frederik Myrop-Nielsen, aber da ging ihm das Feld dann aus.
So, Tim Hürseland kommt zurück aufs Feld. So, einmal also, leicht hinkend, aber... Ja, aber die Starting O-Line damit wieder komplett. Ja, und er ist der Center und das ist klar, warum vorher der Snap relativ schwach war. Es war eben der Ersatzcenter ohne Einspielmöglichkeit, aber dritter Versuch jetzt. 5 Yards bis in die Endzone. 3 Receiver rechts, einer links. Geheber schaut auf die rechte Seite. Da gibt es den Pass, schönes aber sofort Tackle. Das Tackle. Das incomplete. Incomplete, weil er hat keine Kontrolle über den Ball. William James macht das sehr, sehr gut gegen Daniel Föhringer. Und damit vierter Versuch und diesmal sieht es so aus, jawohl, Patrick Felber kommt aufs Feld. Die Royals versuchen mit einem Field Goal in Führung zu gehen. Es war aber die Nummer 9 der Royals. David Saul? Ja, okay. Der ärgert sich nämlich. Deswegen habe ich mal mit dem Fernglas nachgeguckt und habe dann erst die Nummer erkannt. Also die sind auch von der Schriftart sehr schwer zu erkennen mit bloßem Auge aus der Entfernung, in der wir hier sitzen. 22 Yard Field Goal Versuch. Kick ist unterwegs und der sieht gut aus und der ist gut. Ja, der ist gut. Also 3 Punkte für die Potsdamer, die damit in Führung gehen. Aber das nenne ich jetzt mal Schadensbegrenzung. Ja, von der Defense her auf jeden Fall. Nach diesem erneuten Turnover, diesmal Fumble durch Trenton Norville, können sie die Punkte vermeiden, die großen Punkte vermeiden und geben nur das Field Goal her. Aber trotzdem sind die Potsdamer in Führung bei 10 Minuten und 53 noch im zweiten Viertel. Steht es also jetzt 7 zu 10 zwischen den Monarchs und den Royals. So, die Royals sind soweit bereit. Der Schiedsrichter gibt den Ball frei. Und die Monarchs ihrerseits stehen auch parat. Mitchell Page und William James. Wie gehabt die Returner. James links, Page rechts. So, Kicker läuft an und kickt tief zu William James. Ja, diesmal bei Weitem nicht so weit, nämlich nur bis an die 10-Yard-Linie. Und William James nimmt jetzt auf. Ah, da haben sie ihn diesmal. Ja. Wenn er da durch gewesen wäre, wäre ganz viel Feld gewesen vor ihm. Aber machen die Royals gut, bringen ihn dann zu Fall. Und deswegen geht es an der eigenen 29-Yard-Linie los mit dem neuen ersten Versuch. Ja, jetzt ist es für Trenton Norville natürlich wichtig, nach diesen 2 Turnovern hintereinander wieder Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu tanken. Kopf freikriegen heißt es jetzt, genau. Könnte man vermuten, dass es vielleicht auch erst noch mit Laufspiel losgeht. Yassan Nasser ist jetzt wieder der Running Back. 4 Receiver dazu, 2 auf jeder Seite. Den Ball hat aber Norville. Das wird ein Passspielzug über die linke Seite. Sehr hoch, aber ins gefangen. Ausgeblockt. Die Flagge ist nur dann ins Aus gebracht. Nein, der wird vollständig gegeben. Ja. Mitchell Page macht sich da lang und er ist ja kein großer Receiver, der ist ja nur so 1,75, 1,76 groß, aber hat Sprungkraft und das hat dann funktioniert. First Down für die Monarchs an der eigenen 47-Yard-Linie. Da hat der Verteidiger alles versucht, ihn ins Auszubringen in der Luft, aber er kriegt irgendwie einen Fuß noch ins Feld. Das reicht ja. Jetzt aber Yassan Nassar stoppt da ab, geht dann über die linke Seite und kämpft sich da schön 4 Yards nach vorn. Dann schon in die Hälfte der Royals auf deren 49. Drei Receiver rechts, einer links. Norwell in der Shotgun hat den Ball, schaut über die Mitte, über die rechte Seite. Da ist Mitchell Page und der hat da unwahrscheinlich viel Platz. Zum Touchdown geht's, 49 Yard Pass. Von Trenton Norwell auf Mitchell Page. Lässt dann noch sehr schön die Nummer 4, Justin Kaffenberger, aussteigen. Mit einer ganz kleinen Hüftbewegung nur, also verlädt ihn regelrecht. Und dann ist so viel Platz und mit seinem Speed ist es dann fast schon ein leichtes für ihn, den Touchdown zu machen. Aber das ist die richtige Antwort für die Monarchs. Ein perfekter Drive, wobei er bestand aus 3 Spielzügen. Und 53 Sekunden. Ein schöner Lauf von Yassan Nasser, ein schöner Catch von Mitchell Page an der Seitenlinie und der Touchdown von Mitchell Page. Extra Punktversuch durch Florian Finke ist gut. Und damit erhöhen die Monarchs ihrerseits auf 14 Punkte und übernehmen wieder die Führung mit 14 zu 10 bei genau 10 Minuten zu spielen. Also das war die Antwort, wie sich das sicherlich alle bei den Monarchs vorgestellt haben.
Insbesondere natürlich Trenton Norvell, der Quarterback, der jetzt ja seinerseits zweimal zumindest beteiligt war an der Ursache, die dann den Potsdamern Punkte ermöglicht hat. Falls sich jemand von euch noch über irgendeinen Kanal das Stadionheft von heute besorgen will und wird, wundert euch nicht, da steht nämlich ein Name drin, den kennt ihr, mit der Nummer 18, Damien Donaldson, der ist aber nicht da, also das scheint entweder noch zu werden oder noch also nicht so weit zu sein. Bei Potsdam, ja. Bei Potsdam wohlgemerkt steht der Name, genau. Aber er ist nicht anwesend, insofern weiß man jetzt nicht, was da ist. Der Name scheint aber mal gemeldet worden zu sein, sonst stünde er nicht im Roster, das unser Stadionheft-Redakteur hier abdruckt. Ja, ja, auch in aber dem Roster, wissen, was wir aus Potsdam bekommen haben, ist er auch noch mit dabei. No, also wir wissen nicht, warum er nicht da ist. Sonst hätten wir ihn euch noch mal gezeigt, denn das ist ja doch auch ein guter alter Bekannter in Dresdner. Im Dresdner Football, aber er ist nicht da. Apropos nicht wissen, was los ist, warum wir auf unser Scoreboard keinen Zugriff haben, das wissen wir auch noch nicht. Nee. Probieren wir in der Halbzeit zu reparieren. 14:10 ist der Zwischenstand. Die Monarchs führen und Potsdam ist jetzt wieder im Angriffsrecht. Gehäfer mit dem Ball an Smith. Der hat da wieder die Chance, da aus dem ersten Tackle-Versuch sich zu lösen. Kommt da gute 6 bis 7 Yards nach vorn. Und das ist ja teilweise Smith so vom Typ her wirklich ein bulliger, großer Running Back. Und den muss man in der Tat auch erstmal zu Boden bringen. So ist es. Und das war ja eines der Probleme im Hinspiel und auch heute schon des Öfteren. Das will man halt in den Griff bekommen. Ich meine, es sieht ja nicht so schlecht aus bis jetzt. Sie müssen halt bloß dranbleiben. Da gibt es den Passspielzug, der ist vollständig. Schön verteidigt. Von unserem Schweizer mit der Nummer 6, genau. Aber das reicht noch nicht zum First Down. Es war nur 3 Yards Raumgewinn, damit 3. und 1. High Receiver rechts. Snap, Ball an Smith. Der stoppt kurz ab, aber dann hat er das First Down und dreht sich da sogar noch 2-3 Yards nach vorn. Ja, das ist genau das, was wir immer jetzt schon angesprochen haben. Dieser erste Kontakt, der reicht nicht gegen ihn. Und dann kommt halt ein First Down bei raus. Neuer erster Versuch. Gehaver schaut auf die rechte Seite, wirft über rechts Tyvis Smith. AJ Wendland geht da zu tief rein und deswegen kann Smith noch wesentlich mehr Yards machen nach dem ersten Kontakt, als in Monarchs lieb sein kann. Es geht bis auf die 41 der Dresdner. Schöner kurzer Pass und dann vor allem schöner Lauf nach dem Catch von Tyvis Smith, First Down Royals. Jetzt haben wir es irgendwie beschrieben. Ne? Jetzt ist es genau der Playmaker bei den Potsdamern. Ja, im Moment also auf jeden Monarchs Fall. Die Monarchs kriegen ihn nicht in der Kontrolle im Moment. Gehaver, relativ langer Snap, der da unterwegs war bis zu ihm. Vollständiger Pass über die rechte Seite. Aber das sind nur, wobei nur, es sind immerhin 6 Yards Raumgewinn. Das Ganze ging. Ja, die Nummer nicht genau gesehen war es. Die 17 dann wahrscheinlich, ja, Max Zimmermann. Damit brauchen die Royals nur noch 4, aber zumindest weniger als 5 Yards. Also das heißt auch aufpassen für die Defense. Aber es ist ein ganz normaler Snap. Gehaver geht da nach vorne und wirft jetzt, aber kriegt dann noch den Hartnett, aber völlig frei. Frederik Myrop Nielsen, das darf nie und nimmer passieren. Ja. 35-Yard-Pass von David Austin Gehaver. Und es war wieder unsere Nummer 29, Martin Jakob, der da sich verladen ließ. Der hat da ordentlich Arbeit und zu tun mit diesem schnellen Receiver mit der Nummer 10 bei Potsdam. Und die Potsdamer gehen dann halt wieder in Führung. Zunächst mal mit 2 Punkten Vorsprung. Jetzt können sie mit dem Extrapunkt das wieder auf Field Goal Reichweite ausbauen. Snap ist gut, Kick sieht auch gut aus und ist auch gut. Und damit ist es dann so. Die Potsdamer haben 17 Punkte und die Monarchs
ihrerseits halt die 14. 3 Punkte Rückstand für die Monarchs und wir haben noch 7 Minuten und 42 Sekunden in diesem zweiten Viertel zu gehen. Ja, das ist ja schon seit vielen Jahren immer so ein Thema in der tiefen Passverteidigung. Haben wir so unsere Sorgen? Das scheint auch dieses Jahr weiterzugehen. Hängt natürlich auch immer von der Qualität des Gegners ab. Aber beim Thema zu bleiben, wir haben heute Besuch im Stadion. Sean Hilliard, ich weiß nicht, ob der Name dem einen oder anderen noch was sagt, aus der Saison 2004 ist mal auf, ich hätte bald Heimatbesuch gesagt, aber er ist in Dresden und hat gesagt, er kommt mal ins Stadion. Ich habe ihn auch gerade schon gesehen. Er ist da und schaut sich das Spiel an. Also auch eine feine Geste, dass sich da ehemalige Spieler gern dran erinnern und auch mal zurückkommen, wenn es sich anbietet. Und bei dem schönen Wetter heute lohnt sich das allemal. Derweil die Potsdamer beim Free Kick. Die Returner der Monarchs altbekannt, aber so weit geht es diesmal gar nicht. Nee, flacher Kick, aber der eine Weile läuft, deswegen haben sie Zeit, da ranzukommen an Mitchell Page. Der kann sich da als Zweitackel versuchen lösen, aber der Dritte, der bringt ihn dann schlussendlich zu Fall und nur bis zur 27. Ja, die Monarchs, ne Quatsch, die Potsdam Royals, die werden schon wissen, warum sie so seltsam kicken. Die haben da gehörig Respekt vor den guten Returns der Monarchs. Also insbesondere vor dem einen guten Return. Insofern hat sich das gelohnt, genau. So, Trent Norwell dann schon wieder in der Verantwortung. Aber die Verantwortung gibt erstmal an Glenn Tunga, der 5 Yards nach vorn kommt. So ist es. Wird dann zwar nach hinten gebracht, aber das war halt der vorderste Punkt, bis zu dem er gekommen ist. Jetzt ist dort ein ziemlich starkes Spielerknäuel, das ich erstmal hier lösen muss. Jetzt geht man einen Yard wieder zurück, dann sind es bloß 4 Yards. Jo. Dann machen wir eben 2. und 6. 4 Receiver auf dem Feld. Trent Norwell, Pass raus, dauert lange, bis der da ist bei Chris Genau. Deswegen kriegt er dann sehr unsanft Kontakt. Aber das es dürfte gerade eben gereicht haben, du oder? Du sagst es, ja. Das Zeichen der Schiedsrichter ist neues First Down an der 38-Yard-Linie. Aber viel Glück, dass er den überhaupt noch fangen kann, denn der war getippt an der Linie. War es die Nummer 11, die da dran war? Ich habe es nicht genau gesehen. Er war jedenfalls lang unterwegs, der Ball. Ja. Ball an Tunga. Der ist da aber sehr, sehr schnell unter Kontrolle. Das ist nur 1 Yard Raumgewinn. Ja, im Moment ist da im Verhältnis der Yasser Nasser auf jeden Fall der bessere, der effektivere Running Back. Aber Tunga bleibt drauf. 2. und lang, nämlich 9 Yards. 6 Minuten 24, die Uhr läuft. Was war das? Ganz seltsam angetäuschter Lauf. Den tiefen Pass über die rechte Seite. Keine Flagge. Flagge. Doch, jetzt kommt sie. Da kommt der Receiver der Monarchs, Max von Wachsmann, ins Straucheln und offensichtlich nicht ganz alleine. Ich frage mich bloß, warum das mit der Flagge so lange gedauert hat. Die hätte man eher werfen können, wenn man denn was Regelwidriges gesehen hat. Aber egal. Passbehinderung. Also man wertet sogar als Passbehinderung. Das wiederum finde ich ein bisschen seltsam, weil der Ball war ja noch gar nicht dort. Hätte man noch Holding geben können, aber egal. Denn das sind 15 Yards Strafe. Am Ende ist es egal. Holding wäre 10 Yards gewesen. Und das Letzte, was jetzt Jörg Vogtländer gesagt hat, das ist eigentlich das Wichtige. Das wäre bei beiden Varianten der Strafe der Fall gewesen. Philipp nämlich Ruffin, der automatisch erste Versuch. Mit der Passbehinderung, so haben es die Schiedsrichter gesehen. Damit ist es die gegnerische 46-Yard-Linie mit dem neuen ersten Versuch. Ball ist jetzt wieder freigegeben. 2 Receiver auf jeder Seite, Shotgun und Glenn Tunga bleibt das Running Back auf dem Feld. Snap erfolgt. Norwell kurzer Screen auf Tunga und der rutscht dann weg. Und dann ist es natürlich leichtes Futter für Dimitri Steed unter anderem, ihn da dann festzupinnen, wobei der Spielzug ja schon zu Ende war, als er auf den Knien war. Ja. Raumgewinn. Immerhin 3 Yards. 3 Yards, ja. Wir haben noch 5 Minuten und 50. Bei laufender Uhr. 14 zu 17 aus Dresdner Sicht. Ja. Also die Monarchs wären gut beraten, hier Punkte zu erzielen noch.
wieder aufgestellt. Morwell hat jetzt etwas mehr Zeit. Linke Seite, der Pass völlig frei ist. Mitchell Page. Und der wird dann auch gerade so in Seiten ausgebracht von Justin Kaffenberger. Aber schöner tiefer Pass auf die Nummer 5 der Monarchs. First Down an der 21. Erstmal gut befreit hier wieder. Und ja, jetzt liegen Punkte in der Luft. Wäre wichtig, dass die Monarchs das auch wirklich vergolden. Klein Tunka wechselt auf die rechte Seite. Der Shotgun. Orwell, Ball an Tunka. Nein, der Ball ist ein freier Ball. Leute. Und es ist ein Ball für die Potsdam Royals. Das war aber jetzt ein großes Missverständnis zwischen Trenton Orwell, der ja den Fumble wohl zugeschrieben bekommt. Und ja, Orton Voss sagt einfach nur Dankeschön. Ja, ja, das war schon ein bisschen blind. Da muss auch Tunka eher reagieren. Er muss ja merken, dass der Ball nicht so richtig in seinen Händen angekommen ist. Da kann er nicht einfach weiterlaufen, aber ja, was soll's. Das kann natürlich jetzt dann doch mit der Hand irgendwas zu tun haben, denn mit Handschuh ist das vielleicht Trent Noble nicht gewöhnt. Aber ein Handoff muss eigentlich immer funktionieren. Und damit keine Punkte für die Monarchs, sondern die Royals wieder im Angriff. Gehaver, rechte Seite, tiefer Pass. Gut verteidigt lange von Milliken, aber wahrscheinlich nicht legal verteidigt. Aber gegen Max Zimmermann. Wenn das nicht legal war, was war denn das dann vorhin von Milliken? Also von daher. Na gut, dann wäre es jetzt ausgleichend. Ist es aber trotzdem komisch, ne? Dann ist die Linie nicht genau erkennbar. Aber egal. Es haben immerhin drei Schiedsrichter gleichzeitig gesehen und jetzt gibt es auch die Strafe gegen die Monarchs im Vorzeichen. Drittes Turnover der Monarchs mittlerweile. Passbehinderung Nummer 7, Dresden. 15 Yards Strafe, automatisch. Erster Versuch. Das sind die berühmten Fehler, die wir ja eigentlich. Ja, Milliken hat die 7. Aber der war es doch nicht. Doch. Nee. Doch, doch. Das war auf jeden Fall ein weißhäutiger Spieler, der da dran war. Nee, es war der mit den ganz langen Haaren. Das war Milliken. Da haben wir leider keine Zeitlupe, sonst hätte ich das gerne mal gesehen. Also ich habe dort Milliken. Nicht an dem Play gesehen, aber egal. Wir spulen dann nochmal zurück. Das gibt erstmal Lauf über Smith, aber der wird schön schnell gestoppt. Deswegen habe ich auch gleich so gesagt, was war denn das dann vorhin von Milliken und das hier nie, das hier doch. Deswegen sage ich aber ausgleichende Gerechtigkeit. Deswegen bin ich darauf gekommen, das zu vergleichen. So ist der Vergleich ja Quatsch. Aber Hans Blum hat es jetzt besser gemacht, indem er teilweise Smith ohne Raumgewinn da nach Hause gehen lässt. Deswegen 2. und 10. Nächster Snap, Gehaver rechte Seite, Ball recht hoch. Ja, für wen war der gedacht? Für den neuen David Saul oder hinten für Max Zimmermann? Erst für den einen und dann für den anderen. Und beide nicht. Haben beide nicht genommen. Ja. Aus Monarchs Sicht in Ordnung, aus Sicht der Royals doppelt vertane Chance. 3. und 10. Das wäre natürlich jetzt für die Defense wiederum gut, wenn sie dieses erneute Turnover den Monarchs zurückbringen. Denn da, wo die Potsdamer jetzt sind, werden sie nach dem 3. Versuch panten, sollte das nicht reichen. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Stellen den Spielzug jetzt nochmal um. Travis Smith geht auf die rechte Seite von David Austin Gehaver. Der hat jetzt den Ball, schaut über die Mitte, schaut auf die linke Seite, läuft nach links, wirft nach links. Ball ist vollständig. Incomplete. Aber die Frage Was? Ist... Bitte? Der hat nie Ballkontrolle gehabt. Der ist unten aufgeschlagen, der Ball kam raus. Die Schiedsrichter beraten sich unvollständig. Incomplete, okay. Thomas, klare Position, hat dazu geführt, dass... Nein. Nee, aber Ulz Däuber hat auch vehement protestiert. Aber das darf natürlich nicht Grundlage sein. Ja, nee, aber die Schiedsrichter, der eine beobachtet die Füße, der andere den Ball. Und das haben sie dann zusammengebracht. Insofern richtig von den beiden Schiedsrichtern, dass sie das so gemacht haben. Sich dann besprochen haben und dann die Entscheidung incomplete rausgegeben. So, und damit also das Free and Out. Und ja, Ballbesitz. Es war kein, doch, es war Free and Out mit der Strafe noch dazwischen. Aber damit jetzt das Punt-Team erstmal. Ballbesitzwechsel ist es noch nicht. Und da wieder viel Druck. Und da muss ja auch William James aufpassen, dass er da nicht in den Panther läuft. Aber gut gepantet. Der bounce sehr gut aus Sicht der Royals. Jetzt ist aber Mitchell Page unterwegs. Und kann er das schaffen? Nein, schafft er nicht. Haben sie diesmal gut aufgepasst. Flagge. Und zwar dort, wo
William seinen Return beginnt. Da hat er nämlich einen Block gekriegt. Jetzt habe ich ja die Befürchtung, dass das ein Block in the Back ist. Und dann geht es nämlich nochmal zurück vom Punkt des Fouls übrigens. Und dann war es aus Sicht der Royals alles richtig gemacht. Ja. Guter Punt mit guten Bounce, gut verteidigt und dann noch die Strafe gegen die Monarchs. Allerdings trotz allem von der Defense gut. Keine Punkte zugelassen nach dem Turnover. Und die Monarchs können dann jetzt versuchen. Jonas Gacek. Ja. Das ist natürlich immer so die Gefahr, wenn man da direkt neben seinem Returner steht und ihm den Weg frei machen will, dann versucht man alles und mancher Block ist dann halt leider nicht legal. So wie hier eben auch. Ja, wenn der Gegner halt eben einfach auch falsch steht, dann hat man ja. Ja, das ist ja eben, ne, was dreht er sich rum? Ne? Also von daher. So, aber damit sind die Monarchs jetzt vor der eigenen Endzone festgepinnt. Das ist die 4-Yard-Linie. Trent Norvell steht schon in der Endzone, also da muss man jetzt erstmal rauskommen, sich befreien. Drei Receiver links, einer rechts. Norvell, es gibt die Ballübergabe an Yasser Nasser. Naja, so viel zum Thema befreien. Demetrius Steed ist da sofort zur Stelle. Gibt so ein halbes Yard. Knapp an die 5 kommt er da mit dem Forward Progress. Das ist bloß die 4, glaube ich. Das ist wirklich nicht viel. Ja. Das ist ja eine Situation, die erinnert jetzt ganz, ganz stark an letzte Woche. Denn genau aus so einer Situation kam dann dieser Punt-Versuch. Den Jacob Templer gelaufen ist. Ja. Wo wir uns nicht klar waren, ist das so gecallt gewesen oder einfach so entschieden wegen dem Druck der Royals. Jetzt aber erstmal zweiter Versuch. Norvell, der Ball war zu kurz gedacht für Coquin. Und es ist schon wieder so knapp wie letzte Woche an der Situation. Wir haben übrigens von Nicolas Martin den Hinweis bekommen, ist er Franzose, und er sagte Brice. Ja, aber er entscheidet ja, wie er ausgesprochen werden will. Aber Französisch wäre es er, so er richtig. Er kann mit beiden leben, sagt er wohl. Aber wenn alle im Team sich auf Französisch eingestellt haben, dann sage ich mal, wir übernehmen das so. Auf jeden Zumal Fall. Ja Brice auch gut klingt. Ich sage mal Pierre Brice, Winnetou. Dritter und 10, das ist jetzt gerade wichtig. Norvell über die Mitte und die nächste Interception. Und das ist jetzt mittlerweile wirklich schon grobes, fehlerhaftes Spiel des Dresdner Quarterbacks. Demetrius Steed mit der Interception. Mitchell Page wäre derjenige gewesen, der ihn fangen sollte, aber der hatte gar keine Chance. An Trenton Norvell wirft das jetzt gerade weg. Im Moment zumindest ja. Wir sind ja zum Glück noch in der ersten Hälfte des Spiels, nämlich bei 3 Minuten 11 noch im zweiten Viertel. Aber das war Turnover Nummer 4. Von der Nummer 4, Trenton Norvell. Ja, doch, stimmt, sind ja alle auf ihn gegangen. Und man schenkt den Royals jetzt einen ersten und Goal to go. An der 10. So sieht's aus. Mal sehen, ob sie diesmal mehr daraus machen. Auf jeden Fall jetzt erstmal Tyvis Smith im Versuch nach vorn zu kommen, aber er wird im Backfield da unter mehreren Monarchs begraben. Das sind 2 Yards Raumverlust. Also auch wenn die Defense vorhin von uns mal kurz gescholten wurde, vor allem bei dem letzten Touchdown, aber im Grunde machen sie ihren Job ja trotzdem gut. Sie werden ja immer wieder aufs Feld geschickt, weil die Offense leider den Ball zu zeitig hergibt. Insofern viel Arbeit für die Defense, die sich jetzt hier wieder und erneut beweisen muss. 12 Yards bis in die Endzone. Gehaver hat den Ball, rechte Seite gibt es den Pass und wieder Martin Jakob mit dem Fehler. Orientiert sich überhaupt nicht an seinen Receiver. Und das ist der Touchdown wohl gefangen von Max Zimmermann. Max Zimmermann? Oder die 10. Dann wäre es wieder Frederik Myrop-Nielsen. Wir gucken nochmal. Nee, doch, die 17. Also Max Zimmermann macht den Touchdown. 12 Yard Pass von David Austin Gehaver. Damit geht Potsdam wieder in Führung mit 23 Punkten zunächst. Extrapunkt, den sehen wir jetzt. Ja, das geht dann zu einfach. Diese Pässe gerade auch an die Seitenlinie. Snap ist gut, holt Stand gut und der Kick ist auch gut. Und damit kommt noch ein Pünktchen obendrauf für die Potsdam Royals, die dann damit 24 Punkte haben, die Monarchs ihrerseits nur 14. Das sind jetzt 10 Punkte Abstand. So groß war ja der Rückstand in Potsdam nicht. Und wir haben noch 2 Minuten 27 in diesem zweiten Viertel zu spielen. Jetzt kriegen die Monarchs nochmal die Chance, ihrerseits Punkte zu machen mit genügend Zeit. Und haben dann noch den Vorteil des ersten Ballbesitzes in der zweiten Hälfte. Aber dann müssten sie jetzt mal Nägel mit Köpfen machen.
Also die vier Turnovers, die tun so richtig weh. Ich weiß gar nicht, in Potsdam waren es glaube ich nur drei, oder? Puh, da bin ich gerade überfragt, also, aber auf jeden Fall definitiv nicht so viele wie jetzt. Gefühlt sind es jetzt schon mehr als im Hinspiel und das ist genau das, was wir nicht sehen wollten. Zunächst werden wir jetzt erstmal wieder den Kickoff sehen mit hoffentlich einem schönen weiten Return der Monarchs. Die Potsdamer ihrerseits werden was dagegen haben. Das werden wir vielleicht gleich schon am Kick sehen. Jawohl. Nichts mit tiefen Kick. Trotzdem kommt der Ball zu Mitchell Page. Ja, der ist ja nochmal aufgesprungen. Deswegen hat er nicht die Möglichkeit gehabt, ihn sofort zu kontrollieren. Dann waren die Royals gut zur Stelle und deswegen ist es wieder ein First Down an der 28. Also wieder ein weiter Weg zu gehen für die Monarchs. So, was machen wir jetzt? Vielleicht mal ohne Turnover einen Drive wieder mal durchspielen, würde helfen. Erstmal gibt es den Pass auf Mike Shallow, der schaut gar nicht und da ist die 7 schon wieder mit der Hand dran. Jefferson Davis. Zum Glück nur mit einer Hand und er ist nicht Mitchell Page, der den einfach so fängt. Grundsätzlich war der Pass ja gut auf Shallow, aber der Defensive Back war halt gedankenschneller. Norwell hat jetzt ein bisschen Zeit, wirft aber jetzt nur den kurzen Pass auf Chris Genau, der fängt, der versucht nach vorn zu kommen, wird dann getackelt, aber kommt 8 Yards nach vorn. Das heißt noch 2 zu gehen, um ein neues First Down zu bekommen. Und wir haben noch 2 Minuten jetzt genau. Tackle durch Kettle King. Dritter und 2. Wieder der Pass, unvollständig. Jetzt kommt das halt dann auch noch dazu. Da konnte jetzt Trenton Nobel, weiß Gott, nichts dafür. Max von Wachsmann, oder? Das ist die Nummer 80. Chris Genau. Ja, Chris Genau war es. Und ja, man trennt sich vom Angriffsrecht. Genau mit 1:42 auf der Uhr kommt Jacob Templer aufs Feld. Genau, das brauchen wir jetzt wie ein Kropf. Aber so ist es halt in der Spielfeldsituation oder der Position. Dann macht man eigentlich keine Experimente, deswegen Punt und weg das Ding. Jacob Templer hat ein bisschen Probleme mit der Ballkontrolle, kriegt dann aber den Punt gut Fair los. Catch angezeigt durch die Nummer 3. Ja. Ja. Insofern also John Kenyon, der da den sauberen Catch macht. Er stand auf der 28 und dort bekommen jetzt die Royals den Ball und haben jetzt ihrerseits noch mal ein bisschen Zeit. Und die haben eine ja Auszeit. Ein Timeout haben sie noch. Genau. Also 2 haben sie schon genommen, eine Auszeit. Dann noch übrig und 1:34 auf der Uhr, 14:24 der Zwischenstand. Wie gesagt, unsere Anzeige stimmt nicht. Das werden wir dann in der Halbzeitpause angehen, das zu reparieren. Deswegen wird es dann noch ein bisschen länger dauern, bis der Stream zurück ist. Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt stehen erstmal die Potsdam Royals bereit, nochmal Punkte zu erzielen. Geheber hat den Ball, wirft über die rechte Seite, Ball vollständig. Sieht nach Max Zimmermann, nein, es ist die 12. Das ist Leon Ajuri, eigentlich Quarterback, habe ich das richtig gesehen? Also die 12 war's. Okay, dann wird auf meinem Roster steht das auch so, ja. Das ist ein neuer erster Versuch. Und es war ein Spielzug, der im Ausendet, deswegen steht die Zeit. Insofern ist das gar nicht so wird schlimm aber wieder für Potsdam. Wird wieder angedreht. Das ist aber nicht richtig. Denn ist ins Ausgetackelt worden. Aber sei es drum. Wir sind ja innerhalb der letzten 2 Minuten. Geheber hat den Ball, kommt unter Druck, rutscht weg und das ist dann ein einfacher Quarterback-Sack, aber trotzdem Allen Steinort hat er Druck gemacht. Auf der anderen Seite war es Hans Blam und da geht es weit zurück jetzt für die Royals bis auf die 28-Yard-Linie. Das ist jetzt 2:21. Und jetzt läuft die Uhr natürlich weiter. Jetzt werden die Royals auch keine Anstalten machen, die irgendwie anzuhalten. Nee. Die Monarchs ihrerseits aber auch nicht, insofern. Monarchs könnten jetzt nochmal darauf spekulieren, nochmal in Ballbesitz zu kommen. Aber wir haben den zweiten Versuch, oder? Ja, nicht den ersten. Der zweite.
Und das wird auch jetzt gesehen von den Schiedsrichtern. Der Mann am Downmarker hat heute schon mehrfach geschlafen. Ja, dort gehören ja zwei dazu, Schiedsrichter und Downmarker-Bediener. So, aber jetzt ist natürlich die Playclock wieder auf 25 gestellt. Und damit läuft jetzt die Uhr natürlich runter. Also für die Potsdam Royals jetzt durchaus positiv, wenn sie nicht noch was draus machen wollen. Das sieht aber nicht so aus. Einen Spielzug müssen sie noch nehmen. Playclock läuft da kurz vor der Gameclock. Und Gehäber hat jetzt den Ball und kommt dann unter Druck, wird dann nochmal gesackt. Aber das läuft dann jetzt die Uhr zu Ende. Ja. Ende dieser Halbzeit, die eigentlich dominiert wird von den Fehlern der Dresden Monarchs. So ist es, sowohl was Turnovers angeht, als auch Flaggen. Wir hatten jetzt schon diverse Blocking-Fehler beim Return oder Passbehinderung. Alles Dinge, die man vermeiden kann. Am schlimmsten haben sich natürlich aber die Turnovers ausgewirkt. Insofern eine Halbzeit fast zum Vergessen, auch wenn wir 14 Punkte auf dem Board haben. Aber wir liegen halt 10 Punkte zurück gegen den Aufsteiger aus Potsdam. Und das war so nicht geplant und nicht zu erwarten. Insofern muss das in der Halbzeitpause abgestellt werden. Wir machen jetzt ganz schnell Schluss an der Stelle, werden den Stream kurz beenden, starten alles neu und sind dann bald wieder mit dem neuen Stream da. Bleibt einfach auf der Seite, wir starten automatisch neu. Bis gleich. Jo, bis gleich. Und wir spielen gleich den Elbe Park Jackpot Kick. Und Football mit den Dresden Monarchs, das beste Team im Vorstadt. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Heimspiel mit Energy Sachsen. Hit Music Only. Also, es bleibt spannend, aber wir müssen unser Team anfeuern in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, das wird keine einfache Saison. Das wussten wir von Anfang an. Und so, alles offen. Ja, 10 Punkte. Diese Führung hatten wir auch. Zurück aus einer auch für uns etwas längeren Halbzeitpause. Jetzt scheint es einigermaßen zu funktionieren. Zumindest das Scoreboard klappt. Und dann gucken wir mal, ob das mit dem Replay auch funktioniert. Hendrik wird das gleich ausprobieren. Und Thomas, die Dresden Monarchs haben sich verdammt viel Zeit gelassen. Aber ja, ich glaube, es war notwendig. Sie haben es ausgereizt und das war sicherlich ja, notwendig. Und sie kriegen ja den Ball. Also wir brauchen sie ja. Also insofern waren jetzt alle eher da als die Monarchs. Der Gegner war da, die Schiedsrichter waren da und jetzt sind wir dann doch bereit. Ja, wenn man so ein bisschen die Gesichter der Zuschauer hier geguckt hat, ja, da war ein großes Fragezeichen. Wieder ein flacher Kick hier von den Potsdam Royals, aufgenommen von der zweiten Linie der Monarchs, aber schöner Return da, war das AJ Wendland. Sieht ganz danach aus. Ja, wie gesagt, Unsicherheit, insbesondere die 4 Turnovers auf Seiten der Monarchs haben doch für Verunsicherung gesorgt. Und jetzt schauen wir mal, ob sie es jetzt besser machen. Auf jeden Fall haben sie durch den kurzen Kick und den guten Return eine gute Ausgangsposition, nämlich die eigene 45-Yard-Linie. Trent Norwell hat da so einen etwas blauen Verband am linken Finger. Wie gesagt, da war eine kleine Verletzung. Schöner Pass da raus auf Chris Genau. Der kommt, wo ist der Spot? 8 Yards nach vorn. Geht dann ins Seitenhaus, jetzt schon in der Hälfte der Royals an deren 47-Yard-Linie. Ja, sogar 9 Yards Raumgewinn, 2. und 1 damit. Weiter in die Shotgun-Formation. Norwell schaut über die Mitte, wartet lange, kurzer Screen drüber gehoben auf Mitchell Page, der verliert den Ball.
Und das ist dann Ballbesitz Royals, oder? Ja, es ist kein Incomplete Pass Zeichen, sondern die Uhr wird überm Kopf angehalten von den Schiedsrichtern. Das bedeutet eigentlich nichts Gutes. Ja, es gibt nochmal die Beratung der Schiedsrichter. Hatte Mitchell Page schon Kontrolle über den Ball, als er ihn dann wieder verloren hat? Das ist jetzt also die entscheidende Frage. Incomplete hat er nicht angezeigt. Insofern muss er ja Kontrolle gehabt haben. Und wenn er den dann rauslässt und der Gegner den Ball sichert, kriegt er den Ball. Oder aber er war mit dem Knie unten. Das kann natürlich auch noch gewesen sein. Und das ist es wohl, denn es wird... Nee, doch. Ja, aber das ist doch kein... Ach, das wird jetzt down by contact. Also ja. Als sozusagen beendeter Knie war unten, genau. Und dann kam der Ball erst raus. Also first down. Für die Monarchs. Also viel Glück wieder mal. Ja, ein bisschen Unsicherheit in der Crew, aber jetzt aufgelöst. Könnte, aber das wird perfekt. Jörg Wurkländer macht das richtig. Bevor der Ball frei wurde, der Ballträger hat mit den Knien unberührt an der 38. Ergebnis des Spielzugs, erster Versuch. So muss es sein. Nochmal erläutert, was die Beratung war. Genau, nicht einmal bloß durchführen die Entscheidung, sondern auch erklären. Dann sind alle bedient, also im positiven Sinne bedient und beruhigt. So, den Ball bekommt Yassan Nasser, der wird da von hinten eingeholt, nach 2 Yards Raumgewinn. Was wir jetzt auf unserem Scoreboard hier unten noch nicht mit dabei haben, weil sehen wir den Laufspielzug nochmal. Also Replay klappt. Ja, perfekt. Was wir nicht dabei haben in unserer Bauchbinde ist die Uhrzeit, das werden wir euch jetzt verbal immer mitliefern. 2:08. Norwell etwas Zeit hat, er gibt jetzt den tiefen Pass, aber der ist weit über alle drüber, war wohl für Mitchell Page gedacht, der da aber nicht in Richtung Endzone unterwegs war, sondern eher quer gelaufen ist. Damit 3:08. Ja, das ist dann schon wieder eine knifflige Situation. Die Monarchs müssen ja eigentlich irgendwie Punkte erzielen. Sind 10 Punkte hinten, 2 Scores. Nächster Snap, Norwell. Wirft Ball, wieder deflected von Demetrius Steed. Und wenn der ein bisschen weiter nach oben deflected hätte, hätte er auch die Chance zur Interception gehabt. Also wieder viel Risiko. Und die Monarchs wechseln ihr Punt-Team ein. Jacob Templer kommt aufs Feld, also nichts mit Punkten. Nee, leider nicht. Also... Diesmal geben die Monarchs den Vorteil des Ballbesitzes zu Beginn der Halbzeit ab. Und auch das haben wir uns anders ausgerechnet. Aber die Potsdamer sind halt auch gut, muss man anerkennen. Jacob Templer mit dem Punt. Geht er ins Aus? Sieht gut aus. Schluss, ja. An der 5 oder 6 Yard-Linie. Gut gemacht. 7 Yard-Linie. 7 Yard-Linie. Und damit bekommen die Royals den Ball genau dort und werden dort mit dem ersten Versuch beginnen. Dazwischen nochmal 2 Zwischenergebnisse in Kiel. Steht zum ersten Viertel 10:0 für die Berlin Rebels gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Und in Hamburg führen die New Yorker Lions gegen die Hamburg Huskies im zweiten Viertel 21:0. So, was machen die Royals jetzt? Die letzten Angriffsdrives sahen sehr, sehr gut aus. Das ist sehr kompromisslos gespielt. Den Ball gibt es an Tyvus Smith und der wird getackelt. Schön viel Raumverlust. Bis auf die 3 geht es da zurück. Alan Steinort. Alle möglichen da keinerlei Raum gewinnen. Ganz im Gegenteil. Es geht 4 Yards nach hinten. Das sogar 5 Yards. Das ist 2:15. Der Helfer jetzt auch in der Endzone, weil er der Shotgun steht. Bekommt jetzt den Ball, schaut auf die linke Seite, wirft über links. Flacher Ball, aber wohl vollständig. Raum gewinnen, das sind ungefähr 5 Yards wieder zurück bis an die ursprüngliche Anspiellinie. Und 3:09 oder 3:10. 3:09 ist es. Ja, ist auch wichtig für die Dresdner Defense, umgekehrt auch für die Royals Offense, das jetzt irgendwie entweder zu beenden oder am Laufen zu halten. Ich
Playclock bei 5 Sekunden. Jetzt der Snap. Linke Seite, der Pass intercepted, Jamari Milliken mit dem Play, das so wichtig war, und dem Touchdown. Das war ganz, ganz wichtig von der Defense der Dresden Monarchs. Interception, Return, Touchdown von Jamari Milliken. Und das muss man sich, glaube ich, nochmal in der Wiederholung anschauen. Ja. Haben wir nicht. Ah, schade. Aber wie der da nach vorn gestochen ist und den Ball genommen hat, das war mustergültig. Es war verdammt knapp, denn ich glaube, die Hand des Receivers war auch am Ball, aber er pflückt den halt und macht sogar den Big Six draus. Also direkter Touchdown mit dem Return dieser Interception. Und der Extrapunkt, der fehlt uns natürlich noch. Florian Finke, die 21 der Monarchs, wird das besorgen. Da fehlt einer. Die 31 kommt ganz spät noch rein. Robert Gruner. Jetzt sind alle da, es sind noch 3 Sekunden, aber es funktioniert. Der Snap ein bisschen tief, titscht vorher auf den Boden auf, bevor der Holder den Ball stellen kann. Aber es hat alles noch gepasst. Der Extrapunkt ist gut und damit haben wir einen neuen Spielstand. Die Monarchs verkürzen auf 21-24. Also jetzt ist wieder nur dieses Field Goal zwischen beiden Teams, wie wir es heute schon ein paar Mal hatten. Insofern die Monarchs dann doch mit den Punkten nicht durch die Offense zwar leider, aber sie machen die Punkte. Und wir können damit dann doch diesen ersten Ballbesitz irgendwie positiv verwerten in dieser zweiten Hälfte. Wenn noch nicht im ersten Anlauf, aber dann wenigstens im zweiten. Ja, ganz wichtiges Play von Jamari Milliken. Es ging dann doch schneller als gedacht, weil eben der Herr Milliken, der Mann mit den langen schwarzen Haaren, zugegriffen hat und den, wie man so schön sagt, den Pick Six hingelegt hat. So, da ist erstmal jetzt wieder Florian Finke am Ball, nämlich genau jetzt mit dem Kickoff, weiter und Kick. Geht und auf Touchback und das gelingt auch. Bis an die Endlinie der Ball und kein Return, logischerweise Touchback. Und unsere Defense ist wieder da. 21-24, 9 Minuten zu spielen im dritten Quarter. Potsdam wieder im Angriff. So, also die Monarchs gehen auf Nummer sicher mit dem Kick. Touchback, 25-Yard-Linie für die Potsdam Royals. Und jetzt muss die Defense eigentlich dasselbe machen wie gerade eben schon. Running Back kontrollieren, Passspiele gut decken und dann sollte das funktionieren. Aber die Potsdamer werden was dagegen haben. Gaver hat den Ball. Schaut über die Mitte jetzt die linke Seite, da gibt es den Pass, da ist einer völlig frei. Das ist wieder Frederik Myrop-Nielsen, First Down. Ja, Martin Jakob hat dort seine liebe Mühe, um es mal wirklich vorsichtig zu formulieren. Er hat schon 2 Touchdowns gegen sich gehabt, diverse lange Pässe oder halt auch solche Mitteldistanzen wie jetzt eben. Da muss noch ein bisschen was passieren. Nächster Snap, den Ball hat Smith, der ist im Backfield und dann wird er auch zu Boden gebracht. 1 Yard Raumverlust knapp. Das ist sogar 1 Yard Verlust, ja genau. Der Stadionsprecher sagt kein Raumgewinn, das stimmt ja eigentlich auch. Minus Raumgewinn. Sogar 2. Das ist 2012. Jawohl. Ja, die Royals da mit David Sauler, so eine Art Blocking Back. Tight End Funktion dahinter der Linie aufgestellt, den Ball hat Smith, aber der wird wieder zu Boden gebracht. Nur 1 Yard Raumgewinn. 3. und 11 damit. Also jetzt zeigt die Defense das, was sie zeigen wollte, nämlich das Laufspiel der Royals zu kontrollieren. Wir drücken die Daumen, dass das weiterhin funktioniert. Wieder so ein wichtiger Spielzug für beide Seiten. Gaver mit dem Ball an Smith. Der hat diesmal eine größere Lücke, aber kommt nicht zum First Down.
War eigentlich gut gemacht von Potsdam. Das war auch so ein verkappter Draw-Spielzug. Spätes Handoff. Und dann auch erstmal viel Platz. Aber die Monarchs können halt das Feld zumachen und ihn Richtung Seitenlinie drängen. Und da reicht es dann halt nach vorn nicht mehr für den First Down und die Royals punten. Ja, vierter Versuch und vier und sie gehen auch da auf Nummer sicher. Justin Kaffenberger ist wieder drauf und auch Mitchell Page als Returner. Der Snap, der Punt ist unterwegs. Relativ kurzer Punt mit dem Bounce zu Mitchell Page. Der sichert den dann und zwar so, dass er auf dem Boden liegt, um den Bounce nicht noch weiter in die eigene Endzone-Richtung zu lassen. Aber auch auf Nummer sicher, dass halt er nicht mehr angegriffen werden darf. Bei klasse Leistung der Dresdner Defense. Jawohl. Und jetzt ist es wieder die eigene Offense, die Punkte erzielen muss. Die Defense hat jetzt einmal ausgeholfen. Aber wichtig ist, dass da jetzt Trenton Morwell und seine Mann auch wieder ein bisschen Zuvertrauen ins eigene Arbeitswerk bekommen. Yasser Nasser, nein, das ist, doch, es ist Yasser Nasser als Running Back. Die beiden sind ja von der Haarfrisur her recht ähnlich. Er bekommt jetzt den Ball. Raum gewinnen. Ja, vier Yards. Vier Yards knapp. Kommt er bis auf die 25, vielleicht sogar noch ein kleines Stück weiter. Na, es könnten sogar 5 Yards sein. Ja, da wo jetzt Linesman und Linesatz hingehen, sind es dann doch genau 5. Also die halbe Miete sozusagen, um ein neues First Down zu erzielen. Das ist jetzt lange Zeit, Trent Morwell gibt den Ball wieder an Yasser Nasser, hat einen schönen Vorblock da, rutscht dann aber weg. Und das ganz kurz vor Erreichen des First Downs. Könnte aber knapp, nee, hat nicht gereicht. Nee, da fehlt so ein halbes Yard ungefähr noch. Wobei jetzt die Schiedsrichter nochmal genauer schauen. Nee, es wird auch erstmal die Uhr angehalten. Aber es kann sein, dass gemessen wird. Ja, so ist es. Es wird gemessen. Den Spot bekommt der Line Judge. Na, das wird wahrscheinlich knapp nicht reichen, aber müssen wir genau hinschauen. Wird die Kette reingeholt und mit der Kette gemessen. Gucken wir da nochmal, wie er sich da durchwühlt. Da Lars Liebigen, glaube ich, der da vor ihm war, um das den Vorblock möglich zu machen. Aber es ist gut, wenn die Schiedsrichter einfach zur Sicherheit nachmessen. Dann wissen alle Seiten, woran sie sind. Jetzt kann die Kamera mal mitgehen. Mal gucken, ob wir einen freien Blick bekommen. Nee, leider verstellen uns Spieler und Schiedsrichter die Sicht. Sollte eigentlich genau nicht passieren. Eigentlich sollte dort freigeräumt werden. Passiert nicht. Und wir haben trotzdem den dritten. Dritten und ungefähr 15 cm. Ja. Wir haben ja hier die Möglichkeit, Inches einzugeben. Das machen wir dann mal. Ja, mal schauen, ob die Monarchs auch mal einen Sneak machen. In Potsdam haben sie es gemacht. Zum Touchdown. Ja. Das wird hier nicht gelingen. Wenn, dann würde die Choreografie so aussehen, normale Aufstellung. Trenton Morwell in der Shotgun, geht dann kurz vorher hinter seinen Center direkt und geht dann nach vorn. Schauen wir mal. Mal gucken. Erstmal muss die Kette da richtig eingerichtet werden, dass das auch alles an der Seitenlinie, da wo die Kette steht, den Tatsachen auf dem Feld entspricht. Nicht, dass jetzt der Downmarker schon weiter vorn steht. Dritter Versuch. Inches to go. Trenton Morwell noch steht in der Shotgun. Ja. Da bleibt er offensichtlich auch. Jawohl. Denn da kriegt er den Snap, den Pass raus. Es geht nach vorn und das reicht. Maßarbeit zwar, aber es reicht. Knapp, aber erfolgreich. Wer war es eigentlich? Mike Schallow oder Chris Genau? Eine 80er-Nummer. Oder Max von Wachsmann, einer von denen. Der kommt jetzt vom Feld, dann sieht es nach Max von Wachsmann aus, oder? Nee, Chris Genau. Ist Chris Genau. Okay. Max hat ja die 85, der steht hier ganz unten links. Genau. Also neuer erster Versuch. Genau. An der 32. Drei Receiver links, einer rechts. Norwell, Ball an Nasser. Ach, der rutscht weg. Und damit ist es dann sogar Raumverlust. Wieso wird die Uhr angehalten? Das müssen wir jetzt mal schauen. Hat da jemand einen Timeout genommen? Oder nein, ein Spieler hat den Helm verloren bei den Royals. Alles klar, aber dann ist er jetzt vom Feld. Ist er auch. Die 60 war es wohl. Also man gibt ihm ein halbes Jahr Raumgewinn. Wir lassen es bei der 10. Ja, das war schon sehr, sehr positiv gesehen. Aber er ist jetzt weggerutscht und Tunga auch schon vorhin. Ja. Schuhwerk prüfen. Jo.
Pass über die Mitte, vollständig Mitchell Page fängt den Pass von Trenton Norvell bis auf die 37-Yard-Linie. Und ich glaube, das war jetzt für beide so egotechnisch ziemlich wichtig. Aber da sehen wir ihn nochmal. Und den fängt nur Mitchell Page. Oder hält ihn dann auch so fest, ne? Es ist dann noch ordentlich eingeschlagen. Aber schon wieder aufgestellt, die Dresden Monarchs. Nächster Spielzug. Ja, die versuchen jetzt Pass Druck über die linke Seite. Oh, Max von Maxwell. Ich glaube, der hatte schon damit gerechnet, dass es die Interception durch die Nummer 13 gibt und war gar nicht mehr passbereit. Aber Jan Schewitzer macht nicht seinen zweiten Pick oder seinen zweiten Turnover. Er hat vorhin den Fumble aufgenommen. Sondern, ja, es ist dann ein unvollständiger Pass. Aber das ist halt das, was auch dazugehört. Auch wenn man denkt, man schafft es nicht, zur Interception zu kommen, trotzdem versuchen, weil das kann den Gegner verunsichern. Das hat hier genau dafür gelangt. Kurzer Pass diesmal, Mitchell Page fängt. Das sind ungefähr 7 Yards. Dritter und 3. Also ich würde jetzt mittlerweile meine Zuschauerprognose auf 2.500 nach oben korrigieren. Es hat sich da drüben auf der Nordtribüne auch gut gefühlt jetzt. Nächster Snap. Norwell kommt unter Druck, aber wirft noch und vollständig Mitchell Page fängt auf der 10-Yard-Linie und dann in Seitenhaus ist sogar die 9. First down, goal to go für die Monarchs. Das Einzige, was daran halt ein bisschen negativ ist, wenn man jetzt rumnurgeln wollte, dass halt alles über Page läuft im Moment. Ja. Das ist ein bisschen schlecht, aber das kann ja noch werden. Bunch-Formation von 3 Receivern auf der rechten Seite. Max von Wachsmann links. Ja, haben wir selten gesehen bei den Monarchs. Norwell schaut natürlich auf die rechte Seite. Wo laufen seine Receiver hin? Die laufen nirgendwo hin. Jetzt wirft er gegen die Laufrichtung von Chris Genau. Genau. Damit 2. und Goal von der 9. War eigentlich eine gute Idee mit dieser Bunch-Formation, weil das eben die Defense nur ganz am Schluss erst erkennen lässt, wer läuft von den dreien wohin. Da muss dann halt der Pass auch akkurat kommen. Das hat leider nicht geklappt, deswegen 2. Versuch. Und diesmal sogar 2 Running Backs im Backfield, 1 Tight End drauf oder 2 Tight Ends. Goal oder Big-Formationen, da gibt es den Pass und der ist vollständig Touchdown. Zum Touchdown. Und wer hat's gemacht? Mitchell Page. Die Nummer 5 der Monarchs. Die Glückwünsche sehen wir hier. Jetzt warten wir den Extra-Punktversuch noch ab und dann schauen wir mal, ob wir uns den Touchdown noch mal anschauen können. Hassan El-Hendri ist der... Ferras heißt er. Ferras El-Hendri. Hassan, hä? Ist der Holder, wartet auf den Snap. Snap kommt gut, Holt steht gut und Florian Finke verwandelt zum Extrapunkt. Und hier sehen wir nochmal, ich habe erst gedacht, er geht auf die 33 mit dem Pass, aber nein, er ist für Mitchell Page gedacht. Und hier macht im Prinzip der Siebener, der Potsdamer, einen ähnlichen Fehler wie unsere Nummer 29. Guckt halt nur auf den Spieler und weiß zu keiner Zeit des Plays, wo der Ball eigentlich ist. Und das macht es für Page halt insofern einfach, dass er sich einzig und allein auf den Ball konzentrieren kann und damit den Ball auch fängt, ein Bein in die Endzone bekommt, den Ball auch festhält, also auf den Boden aufkommt. Deshalb Complete Pass, Touchdown, 28 zu 24 dann jetzt. Wir haben noch 3 Minuten und 29 Sekunden im dritten Viertel zu spielen. Wie gesagt, die Uhrzeit können wir euch leider nicht bieten heute. Aber jetzt zumindest wieder Spielstand, wer hat Ballbesitz, wie sieht es mit Timeouts aus und Down and Distance seht ihr auch mit. Und vor allem die Monarchs haben die Führung Und die Monarchs zurück. Haben die Führung das wieder, ist ja. Das, ja. Das ist das Wichtige, was sportlich dabei noch rausgesprungen ist. Dabei Kickoff wieder in die Endzone, beziehungsweise drüber weg. Hinter die Endline, Touchback. Und jetzt müssen die Monarchs konzentriert bei der Sache bleiben. Um die Royals nicht wieder zurückzulassen ins Spiel. Aber das Momentum, über das man jetzt das so gerne im Football jetzt, spricht, ja. Das ist jetzt klar auf Monarchs Seite. Das hat man jetzt. Man hat ein Big Play in der Defense gehabt. Man hat die Defense nochmal auf dem Feld gehabt und den Gegner zum Punt gezwungen.
Man hat einen guten Drive übers Feld gelegt, einen Touchdown gemacht. Also mehr Momentum geht eigentlich nicht. Jetzt muss man es nur noch behalten. Die Royals mit ihrem ersten Versuch. Den Pass von Gehäfer über die linke Seite. Ach, schön gemacht von Martin Jakob. Ja, der hätte jetzt ganz viel wieder gut gemacht. Ja, ja. Aber auch schon die Deflection war schwer in Ordnung. Aber ich glaube, das ist auch mal gut, wenn es dann nicht immer so gut läuft in der Verteidigung, auch mal so ein Play zu bekommen. Und ich glaube, man hat umgestellt ein bisschen da hinten. Er kriegt jetzt mehr Hilfe vom Safety und kann da halt ein bisschen freier spielen. Das macht schon was aus. Und das hat man hier gut gesehen. Nächster Versuch, kurzer Pass raus auf Daniel Föhringer. Der hechtet sich dann, naja, hechten ist zu viel gesagt, aber flüchtet sich dann ins Seitenhaus. Raumgewinn 5 Yards, damit 3. und 5. Dritter Versuch. Shotgun. Ball an Tyvis Smith. Linke Seite. Und wird zu Boden gebracht. Sehr guter Winkel vom Linebacker. Verhindert den First Down. Produziert Raumverlust. Genau so wollte man das Laufspiel stoppen. Wer ist es? Die 98? Gute Frage. Wo ist die Nummer? Haben wir da vielleicht das Replay? Wenn es die 98 war, dann war es Marcel Fürst. Aber ich gehe davon aus, dass es die 98 war, ja, oder? Und damit müssen die Royals mit nach einem Free and Out schon wieder punten. Mitchell Page, ja, wer auch sonst, steht bereit. Und Justin Kaffenberger als Panther bei den Royals. Der hat jetzt den Ball. Der ist geblockt. Geblockt. Ball ist geblockt. Und kann retourniert werden. Doch, ja. Block, Punt, Return, Touchdown von der Nummer 36. Paul Skambrax. Paul Skambrax, der dritte Running Back der Monarchs. War zwar nicht der, der geblockt hat, aber der am schnellsten geschaut hat und den Ball dann aufgenommen hat und in die Endzone gelaufen ist. Ich war kurz am Stottern, ob das überhaupt regulär ist, dass man dann advanced. Ja, darf man. Es war ja ein geblockter Punt. Der Punt hat quasi nicht stattgefunden. Ein Punt, der hinten einfach bloß gemacht wird, der darf dann nicht mehr retourniert werden. Aber das war astrein von den Monarchs. Und damit legen die Monarchs 6 Punkte oben auf. Und jetzt mit dem Extrapunkt könnten es 7 werden. Florian Finke wartet auf den Ball. Etwas hoher Snap, aber alles gut. Und der Extrapunkt sitzt auch. Wunderschön gemacht. Hier sehen wir es nochmal. Wer war der, der geblockt hat? Ich glaube, AJ Wendland, kann das sein? Er war zumindest dort mit dabei am Schluss. Ja, AJ Wendland blockt und Paul Skambrax verwandelt. Ach, ist das schön, wenn die Zeitlupe wieder da ist. Hä, Hendrik? Ja, das wertet das doch deutlich auf, so einen Livestream, wenn man eben auch nochmal auf die Situation im Nachgang schauen kann. Die 35 Punkte haben die Monarchs dann jetzt. Und machen 21 am Stück. Ja, das ist dann mal ein Statement. So darf es jetzt gerne weitergehen. Es täuscht natürlich ein bisschen darüber hinweg, dass wir offensiv zwar produktiver geworden sind, aber noch nicht ganz so sehr, weil die Defense halt mehrfach zugeschlagen hat. Aber hallo, das ist ein Teamsport. Alle sind da mit im Boot und so muss es sein. So, damit ist Florian Finke schon wieder derjenige, der den Ball zurückgibt an die Royals, die ihrerseits überhaupt noch nichts gebracht haben in diesem dritten Viertel und die Monarchs 21. Jetzt zwingen die Monarchs die Royals zu einem Return. Ja. Und das lohnt sich. Der Touchback hätte 5 Yards oder 6 Yards mehr gebracht. AJ Wendland, ich glaube, der Mann ist Gold wert. Ja. Schon im Hinspiel und jetzt auch späte Flaggen. Jetzt kommen noch späte Flaggen und das sind dann meistens unsportliche Verhalten. Chris Genau war mit beteiligt. Die Nummer 5, Mitchell Page, war auch dabei. Das gegen Potsdam. Es gibt eine Personal Foul. Kann aber eben sein, dass die nur angepöbelt wurden, ja. Hören wir hin. Also auf die Watchlist kommt jetzt Cadel King. Noch eins und Feierabend. Der Linebacker aus dem
Und damit erweist er auch seiner Mannschaft keinen Bärendienst. Die stehen jetzt auch wieder an der eigenen 10-Yard-Linie. Ja. Also nachdem die Entscheidung für den Return schon nicht die beste war, denn der Ball wäre in der Endzone angekommen, es wäre also ein Touchback gewesen, ist jetzt dann nochmal eine Strafe dazugekommen. Das ist nicht gut für die Offense der Royals. Der Helfer hat den Ball, schaut auf die linke Seite, wirft über links, Ball vollständig, Nyrup Nielsen fängt. First Down auf der 21-Yard-Linie. Aber solange man sich so aus solcher Situation befreit, ist natürlich halb so wild. Aber das hat ja noch nichts zu sagen. Die Monarchs müssen einfach weiter defensiv gut arbeiten. Nächster Snap. Gehäfer droppt zurück. Versucht da zu scramblen, kann sich befreien, wirft den Ball, aber der ist dann überworfen für die Nummer 12. Schon besagter Leonard Jury. Damit 2. und 10. Wieder Running Back unterwegs. Tyler Smith, der da über die linke Seite geht. Wieder etwas effektiver, aber zumindest können die Monarchs erstmal das First Down verhindern. Die statten ihm nur 4-5 Yards. Ich finde das sehr schön. Ich versuche gerade nach Kiel zu schalten. Die haben offensichtlich auf ihrem Rechner gerade unser Spiel gesehen. Aber jetzt haben sie wieder umgeschalten. Es steht 10-6. Die Rebels führen noch knapp gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Deswegen war ich für einen kurzen Moment still. Also man sieht, was sich Kiel in den kurzen Spielzugpausen anschaut. Jetzt aber Potsdam, 3. und 5. Gehäfer hat den Ball, verliert den Ball, muss ihn aufnehmen und da sind sie zur Stelle. Quarterback Sack. 2 Yards geht's nach hinten, damit 4. und 7. Daniel Föhringer braucht ein bisschen länger, um hochzukommen, aber scheint weiterzugehen. Hier sieht man es nochmal, er kann ihn zwar selbst noch aufnehmen, aber dann sind halt zu viele Monarchs zur Stelle. Vor allen Dingen der Spieler, der von hinten kam, der hat dann das Tackle gemacht. Ich vermute ja mal, es war AJ Wendland wieder. Ich habe die Nummer leider nicht gesehen. Sei es drum, wir haben einen Punt. Und wie der letzte ausgegangen ist, wissen wir. Also jetzt Druck auch auf Justin Kaffenberger und das Punt-Team der Royals. Auch Druck beim Snap, beim Long-Snapper, denn es muss jetzt alles passen. Und die Monarchs, die wissen ja jetzt, wie es geht. Einer schon im Hinspiel, der ist sehr hoch, der Snap, aber Kaffenberger bekommt ihn los, wenn auch nicht besonders weit, aber das ist egal. Aber Herr Mitchell Page nimmt den auf, kann das erste Tackle noch abschütteln, aber dann sind sie zur Stelle. Hat in Summe nichts gebracht. Aber es ist die 40-Yard-Linie, gute Ausgangsposition. 7 Sekunden sind es noch im dritten Viertel, was für die Monarchs so erfolgreich ist gewesen ist. Zu Beginn haben wir noch über Unsicherheit gesprochen. Da lagen sie 21-24 hinten, jetzt liegen sie, 14-24 hinten, so rum. Und jetzt liegen sie 35-24 in Front. Und danke für den Hinweis. Die Nummer 12 bei Potsdam ist Paul Zimmermann. Das macht dann in der Tat auch mehr Sinn. So, also 7 Sekunden jetzt noch im dritten Viertel. First Down für die Monarchs. 3 Receiver rechts, einer links. Shotgun für Trenton Norwell. Der hat den Ball, orientiert sich über die linke Seite vollständig. Brice Kukan fängt. Kommt nochmal aus dem First Down raus, da fehlt ein Yard. Und das ist aber jetzt das Ende des dritten Viertels. Hier gucken wir nochmal, war er denn wirklich schon beim First Down? Nee, er hat es noch gar nicht geschafft. Also es war knapp, aber ich glaube, es war dann nicht so tragisch, dass er dann nochmal den Rückwärtsgang drin hat. Es hat nicht ganz gereicht. So, damit haben wir das dritte Viertel hinter uns. Jetzt werden die Schiedsrichter die Kette drehen. Das macht nicht viel Arbeit. Wir sind ja an der 49-Yard-Linie mit dem First Down, an der 48 mit dem Ball. Da kann man das schnell erledigen. Und wir stellen hier schon mal um auf das vierte und letzte Viertel. Wir haben 2. Versuch, 1 Yard zu gehen.
So, jetzt muss der Downmarker noch verändert werden. Da steht nämlich noch die 1 drauf. Jetzt passt alles. 2. und 1 an der 48-Yard-Linie. Die Monarchs auf dem Feld mit 3 Receivern rechts, einem links. Und Trent Norwell, wie gehabt, in der Shotgun. Da ist nichts Neues dabei. Den Ball bekommt Yasser Nasser. Und der hat das First Down. Geht da über die Mittellinie in die Hälfte der Royals. Neuerster Versuch. Da sehen wir es nochmal. Das war wieder so ein Delay-Spielzug, also ein Draw fast. Und dann macht er genau die Yards, die gebraucht werden. Fürs neue First Down. Und wir sind. Wir sind in des Gegners Hälfte, richtig. Das wollte ich sagen. Genau. Und den Ball hat schon wieder Trent Norwell. Der muss da jetzt ein bisschen ausweichen. Wirft jetzt auf den völlig freien Mike Schallow. Der sucht den Weg gegen die Laufrichtung des Verteidigers. Hat das First Down. Und Asdemetrius Steed bringt ihn dann zu Boden auf der 30-Yard-Linie. Schön gemacht vom Quarterback und auch von Mike Schallow. Hier sehen wir es nochmal. Ich habe erst gedacht, er sucht den Weg nach außen. Aber er verlädt den Gegner, weil er das auch denkt. Und geht dann nach innen. Da sieht man es. Und dann ist doch ein bisschen mehr Platz da. Und wir haben eine Uhr. Perfekt. Sehr schön. Und wir haben den ersten Versuch. Und wir haben Trent Norwell, der den nächsten Pass wirft. Über die rechte Seite völlig frei. Mike Schallow zum Touchdown. 30-Yard-Pass von Trent Norwell. Wunderschöner Spielzug. Diesmal auch das Timing des Passes perfekt. Und Mike Schallow hat sich wunderbar freigelaufen. Der war dort völlig unbedrängt. Geht doch. Da war niemand in der Nähe, der ihn hätte stören können, als er den Ball fängt und in die Endzone geht. Jetzt fehlt uns noch der Extrapunkt. Natürlich Florian Finke, die 21 der Monarchs, der da wartet. Snap kommt jetzt und der Kick ist unterwegs und ist gut. Und damit nochmal zum Touchdown zurück. Norwell mit einem schönen getimten Pass auf Mike Schallow, der da unbedrängt fangen kann. Steht quasi am Ende seiner Laufroute schon auf der Goal-Line und braucht den Ball nur noch dort zu fangen. Und damit führen die Monarchs jetzt wieder deutlich, ja. Oder überhaupt in diesem Spiel zum ersten Mal deutlich, ja. Mit 42 zu 24. Und das sind dann jetzt schon 28 Punkte. Unbeantwortete 28 Punkte für die Dresden Monarchs. Also die zweite Halbzeit macht einiges wieder wett von dem, was wir in der ersten Halbzeit bemängelt haben. Und jetzt dann auch auf allen Positionen, die die Monarchs so auf dem Feld haben. Und ja, Florian Finke mit dem Kicking Game, das hat er ganz ordentlich gemacht bis jetzt. Ja, jetzt hat er ein bisschen Gegenwind, aber kommt trotzdem bis in die Endzone. Nee, nicht ganz die 2-Yard-Linie, aber weiter Weg jetzt zu gehen für David Saul, der den Ball da retourniert über die rechte Seite. Aber kommt bis auf die 19-Yard-Linie nur, also gut auch von dem Return-Team oder von dem Kickoff-Team eigentlich. Der Dresden Monarchs da die Wege relativ weit gemacht. Ich werde jetzt mit der Uhrzeit nicht mehr allzu oft rüberkommen, weil wir haben sie wie gesagt wieder im Scoreboard drin, aber es sind noch reichlich 11 Minuten. Und die Monarchs Defense darf wieder zeigen, was in ihr steckt. So, jetzt dauert es noch ein bisschen bei der, mit der Kette. Oder? Ja, der Umpire hat da was zu bemängeln. Nee, der White hat was zu bemängeln gehabt. Wahrscheinlich ist da an der Kette irgendwas gerissen oder abgegangen, was man reparieren muss. Jetzt passt dann, glaube ich, alles. Travis Smith über die rechte Seite lässt Hans Blam da abtropfen, aber dann haben die anderen natürlich die Chance, ihn zu Boden zu bringen. Das sind 3 bis 4 Yards Raumgewinn. Wir geben mal 4, also 2. und 6 damit.
Ja, stimmt auch. Perfekt. Drei Receiver auf der linken Seite, einer rechts. Snap, Gehefer schaut auf die linke Seite, wirft über links. Myrop Nielsen fängt da wirklich artistisch, bevor er dann von Tim Hackmann zu Boden gebracht wird. Aber es reicht für das First Down. Ballbesitz jetzt für die Royals auf der eigenen 32. Die Rolle ist wieder aufgestellt, drei Receiver rechts, einer links. Gehaver mit dem Ball, rechte Seite, Pump Fake, jetzt zieht er durch, über ganz rechts, aber keine Chance für seinen Receiver, für Myrop Nielsen, diesmal auf der anderen Seite. Aber wir haben eine Flagge auf dem Feld, jawohl. Holding gegen die Royals, und im ersten Versuch wird man das ja wohl eher annehmen, aus Monarchs Sicht. Ich würde denken, ja. ...2310 haben wir da gar nicht mehr so schlecht geschätzt, oder? Ja, sind wir gut dabei gewesen. So, 1. und 20 damit. Gehaver, Ballübergabe an Smith, aber da ist sofort Jamari Milliken dran. Hält da am Knöchel fest, das sind doch mal 2 Yards, oder ein, ja doch 2 Yards, die es nach hinten geht. Also damit 2. und 22. An der eigenen 20-Yard-Linie sind die Royals jetzt. Und das First Down ist an der 42. Also da ist ordentlich Arbeit. Und die Monarchs Defense könnte hier wieder einen Stop erreichen. Gehaver, wieder Ball an Smith. Und der wird wieder zu Boden gebracht. Kommt da vielleicht 2 Yards wieder zurück. Also damit 3. und 20. Dritter und 20, Gehaver in der Shotgun. Schaut jetzt nochmal an die Seitenlinie. Gibt es da nochmal eine Änderung des Spielzuges? Könnte sein. Zeit hat er noch genügend. Noch 10 Sekunden. Genau. Jetzt der Snap. Gehaver droppt zurück. Schaut lange. Kommt da unter Druck. Wirft den kurzen Pass. Vollständig Tyvis Smith. Aber der wird sofort getackelt. Wieder AJ Wendland zur Stelle. Aber es reicht nur für ungefähr 10 Yards Raumgewinn. Damit 4. und 10. Oder 4. und 11. Und damit muss das Punt-Team schon wieder aufs Feld kommen. Die Monarchs Defense hat die Offense der Royals in der zweiten Halbzeit komplett im Griff. Es ist sogar 4. und 9, zumindest da, wo der Ball jetzt liegt. Aber jetzt wird, glaube ich, der Spot nochmal korrigiert, oder? Obwohl der Spot ja eindeutig auf unserer Seite zu nehmen war und nicht auf der anderen Seite. Die Uhr läuft nach wie vor noch, aber es müsste da längst angehalten sein. Ja, läuft jetzt einfach weiter. Die Playclock wird jetzt auf 15-25 Sekunden zurückgesetzt. Also 4. und 9, aber nichtsdestotrotz bleibt es bei der Entscheidung der Royals zu punten. Mitchell Page steht als Returner bereit. Justin Kaffenberger wieder der Panther. Snap kommt etwas tief, aber kein Druck auf Kaffenberger. Und er bringt einen guten Punt weg. Mit dem Bounce in Seiten aus sogar. Das müsste so ungefähr auf Höhe der, was ist es dann, 23-Yard-Linie. First Down. 7 Minuten 13 haben wir noch. Und die Monarchs sind schon wieder im Angriff. 28 Punkte unbeantwortet in der zweiten Halbzeit. Kommt da mehr dazu? Sie sogar noch ausbauen jetzt. Ja, jetzt wird die Zeit korrigiert, die jetzt eben gerade
unberechtigterweise mit runtergelaufen ist. 7 Minuten 29 haben wir noch statt 7 Minuten 13. Hör ich hier wirklich Backstreet Boys als Musik? Ja, irgendwie ja. Oh Mann, schwerer Fehler. Ja, für alle was dabei. So kann man es auch nennen. Yasser Nasser kämpft sich für 3 Yards nach vorn. Zweiter Versuch, 7 Yards zu gehen. Norwell mit dem Ball, linke Seite vollständig, aber dann sofort das Tackling. Brice Kokong fängt. Da fehlen jetzt noch 2 Yards zum First Down. Dritter und 2, wie gesagt. 3 Receiver rechts, einer links. Orwell schaut auf die rechte Seite, wirft vollständig Chris Genau. Das ist schon das First Down, auch wenn er da etwas unsanft Kontakt mit 2 Verteidigern der Royals machen muss. An der 36, neuer erster Versuch. So ganz schnell ist die No-Huddle-Offense jetzt auch nicht mehr. Schaut man natürlich schon mal ein bisschen mehr Richtung Uhr. Genau so ist es. Ansonsten ist es aber von beiden Teams eine gut vorgetragene No-Huddle-Offense. Wenn man da an andere Teams denkt, ich sag mal die Rebels, da kann man auch locker Huddles machen. Jetzt nehmen die Monarchs aber einen Timeout. Hat dann doch insgesamt zu lange gedauert, die Absprachen da. Und dann ist das erste Timeout hier für die Monarchs in der zweiten Halbzeit. Ja, das Timeout hat ja Trenton Norwell selber genommen. Also wahrscheinlich hat er da in der Defense-Aufstellung was gesehen, was ihm nicht so richtig zugesagt hat. Nochmal Zwischenstände aus von den anderen Plätzen. Zu Beginn des dritten Viertels führen die Lions aus Braunschweig 21:0 in Hamburg. Und kurz vor Ende der ersten Halbzeit geht es nach wie vor die Rebels in Kiel mit 10:6 in Führung. Da haben wir noch eine knappe Minute zu spielen. Ja, das was ich eigentlich vermutet hatte, dass das ein Low-Scoring-Game wird da in Kiel. Scheint also sehr defense-lastig zu sein. So, Auszeit hier zu Ende. 5:48 haben wir noch zu spielen. Erster Versuch für die Monarchs. Jetzt der Snap. Norwell, rechte Seite. Voll. Ja, da hatte ich dann wahrscheinlich dasselbe gedacht wie Mike Shallow. Den hast du schon. Und da gibt es eine späte Flagge oben drauf. Unsportliches Verhalten gegen die Monarchs. Ja. Hermann Schramm. Ja, unnötig wie ein Kropf, diese Strafe. Ich wollte vorhin schon sagen, auch was die Strafen angeht, eine deutliche Besserung bei den Monarchs. Aber die hier war jetzt wirklich wieder, ja, absolut vermeidbar und unnötig. Ja, das ist dann halt 2:25. Macht es nicht eben einfacher? Norwell, jetzt muss man dann die tieferen Pässe eigentlich nehmen. Jetzt macht man es nochmal, was man vorhin schon versucht hat, nämlich den Pass auf Mike Shallow. Das minimiert aber nur die Distanz.
auf einen dritten Versuch und 18. Der Süden fängt mit Dresden an und der Norden antwortet mit Monarch. Das ist relativ einfach, glaube ich, oder? Seid ihr bereit? 3, 2, 1 und... Na, es klappt doch zwischen den Tribünen. Und die da drüben sind deutlich in der Unterzahl, ja. Man hört sie trotzdem, also gut gemacht. Aber weiter geht's sportlich. Ui. Schlechter Snap, aber direkt genommen von Yassir Nasser. Und der wühlt sich da bis zur ursprünglichen Anspiellinie durch. Haben wir das im Replay? Ja. Ja, jetzt sieht man den Snap nicht mehr, aber er reagiert wirklich geistesgegenwärtig, nimmt den Ball sofort auf und sucht sein Heil in der Flucht nach vorn. Reicht nur leider nicht für mehr, als die Distanz einfach nur zu verkürzen. Vierter und acht dann jetzt. Und Jacob Templer steht mit dem Punt-Team auf dem Feld. John Kenyon ist der Returner auf Seiten der Potsdam Royals. Hoher Snap, da muss sich Templer wirklich lang machen, aber kriegt den Ball los. Und macht immer noch einen super Punt raus. Ja, der ist wirklich top. Good job, Jacob. Und da kann er wirklich froh sein, dass er groß gewachsen ist, Jacob Templer. Und macht das Beste draus. Und das ist dann sogar ein Ballbesitz an der 13-Yard-Linie. Also besser kann man den Punt eigentlich nicht ausführen. Ja, wenn er den nicht kriegt, da sieht es ganz finster aus. Aber er wirft da seine ganze Körperlänge in die Waagschale. Und springt eben auch zum richtigen Zeitpunkt hoch. So, die Royals stellen sich auf. 4:22. Noch Ehrenpunkte in der zweiten Halbzeit, das ist vielleicht jetzt die Frage. Tyvis Smith mit dem Lauf, diesmal macht das besser als zuletzt. Das wird schon knapp, was das neue First Down betrifft. Ja, das reicht ja, sogar schon. Das dürfte schon genau gereicht haben, 10-Yard Lauf. Die Uhr wird angehalten und das ist immer das Zeichen, dass es gereicht haben dürfte. Und so ist es dann auch. Also die Royals befreien sich erstmal da hinten aus der eigenen Red Zone, stehen jetzt an der eigenen 23-Yard-Linie. Und das Ganze bei 4 Minuten zu gehen. Und jetzt haben wir ein frühes Bewegen der 77 der Royals. Der war wahrscheinlich noch gar nicht gedanklich so weit. Sebastian Thieme. Aber die Defense reagiert halt drauf. Und deshalb muss die Flagge kommen. Für den Frühstart. Frühstart. Nummer 77, Potsdam. 5 Yards Strafe. Bleibt das so. Damit 1. und 15. Den Ball hat Tyvis Smith. Rechte Seite. 6-7 Yards Raumgewinn, bis sie ihn dann nicht zu, na doch, zu Boden haben sie ihn dann doch, nee, haben sie nicht gebracht, aber die Schiedsrichter haben dann abgepfiffen. So rum. Zweiter Nacht. Der Heber Arn Smith. Und der wird dann relativ schnell gestellt. Das sind 2 Yards, weitere 2 Yards an Raumgewinn. Aber es sieht jetzt schon sehr konservativ auch von Seiten der Royals aus. Ja. Die Uhr läuft. Wir sind bei jetzt unter 3 Minuten. Dritter und 6. Snap, wieder die Ballübergabe an Smith, der ist da im Backfield und da wird er dann auch zu Boden gebracht und das
Ja, es sind dann wieder die Yards, die man sich erkämpft hat. Geht man halt wieder zurück. 4. und 10. Aber das war jetzt wirklich nicht besonders kreativ, was die Potsdamer da an Spielzügen ausgepackt haben. Und deshalb jetzt halt dieser 4. und lang und deshalb Punt. Und die Nummer 5 der Monarchs, Mitchell Page, wieder als Returner bereit. Playclock bei 2 Sekunden, aber Punt ist jetzt unterwegs. Schöner Punt. Mitchell Page nimmt ihn auf, wird dann aber schön getackelt von Daniel Föhringer. Da gibt es nichts zu meckern. An der 43er, den übernehmen die Monarchs mit 1,43 auf der Uhr nochmal den Ball. Und ich gehe doch mal stark davon aus, dass doch, es kommt nochmal Trenton Norwell drauf. 1,43 noch zu spielen. Also. Ein Riesenapplaus nochmal für die Defense! So, und jetzt kann man es eigentlich wirklich entspannt angehen. Ja. Der Stadionsprecher dankt nochmal der Defense und die Zuschauer geben es mit Beifall zurück. Da schließen wir uns einfach mal an. Jupp, die haben das heute. Also in der zweiten Halbzeit war es echt eine gute Defense, eine richtig gute Defense. Mit 4 Turnovers gewinnen die Monarchs am Ende doch deutlich. Ball hat Yasser Nasser, der stoppt kurz ab, geht dann nach vorn, 3 Yards Raumgewinn. Guckt da, ob noch eine Lücke sich auftut. Tut sie nicht ganz, aber dennoch kann er dann danach noch 2 Yards dranhängen. 2. und 7 damit. Oh, das ist ja klar, die Monarchs haben jetzt alle Zeit der Welt. Die Royals werden ja sicherlich auch keine Auszeiten mehr nehmen. Aber dann sind es halt auf dem Scoreboard ausschließlich die Monarchs und jetzt gehen sie auch schon in die Victory Formation. Und damit geht Trenton Norwell das erste Mal aufs Knie. Aber einmal muss er noch und dann ist das Ganze durch. Ja, das sind wirklich zwei unterschiedlichste Halbzeiten, die wir hier erlebt haben. Die erste 4 Turnovers der Monarchs bringen die Royals immer wieder ins Spiel. Die nutzen die Möglichkeiten, führen 24 zu 14 und dann only Monarchs. Ja, das war nicht ganz wie eine ausgetauschte Mannschaft, aber eine deutlich verbesserte Mannschaft in der zweiten Halbzeit. So, und wie gesagt, auf beiden Seiten des Balles auch. Ja, noch einmal aufs Knie gehen. So ist es. Und dann laufen die letzten Sekunden runter. Glückwunsch an die Monarchs. Glückwunsch an die Monarchs Defense zu diesem zweiten Sieg im Jahr. Und es war wieder ein harter Arbeiter, auch wenn es jetzt deutlicher aussieht als im Hinspiel. Aber das sollte auch Zuversicht geben. Auf jeden Fall. Ich meine, man muss natürlich immer noch dazu sagen, dass es gegen einen Aufsteiger war. Aber wenn man das einfach nur so sagt und kommentiert, dann wird das dem Potsdamer nicht gerecht. Insofern, dieses Team aus Potsdam ist auf jeden Fall zu Recht in der GFL. Und die werden auf jeden Fall in der oberen Hälfte der Staffel Nord sich einfinden am Schluss. Das kann man, denke ich, prophezeien. Ich glaube, die werden noch den ein oder anderen arrivierten Gegner ärgern können. Insbesondere den beiden, die gerade spielen vielleicht, ja. Den Rebels und den Hurricanes. Also da kann man einiges erwarten und da kann man auch gerne mal reinschauen, denn die Potsdamer übertragen ja selber ihre Heimspiele auch. Das ist durchaus ein Tipp und wenn sie woanders spielen, muss man halt gucken, was dort für Streamangebote sind. Also die Spiele würde ich nur empfehlen, das kann man sich angucken, das macht Spaß. Das denke ich mal auch. Und ja, für die Monarchs, wie gesagt, jetzt so einen schweren Brocken wie die Royals, den man auch noch nicht kennt, den man schwer einschätzen konnte, jetzt zweimal aus dem Weg geräumt, auch wenn es anstrengend gewesen ist. Das sollte aber auch Zuversicht geben für die nächsten Herausforderungen, die da heißen einerseits Hamburg in 2 Wochen auswärts und in 3 Wochen zu Hause im DDV-Stadion gegen eben Kiel, gegen ja, den momentan so Lieblingsgegner, wenn ich das mal sagen darf, nachdem die Berliner Adler abgestiegen sind. Aber das ist doch durchaus eine positive Sicht, die man jetzt haben kann, mit 2 Siegen in die Saison gestartet, sich zurückgekämpft in beiden Spielen. Impressiv vor allen Dingen, was sie heute hier geleistet haben. Da geht es doch etwas leichter dann in den nächsten Spielen weiter. So sehe ich das auch, ja. Also vor dem letzten Spiel, also letzte Woche,
da war man sich vielleicht noch nicht so ganz sicher, was man mit diesen Spielen gegen Potsdam so alles bewirkt oder wie die mental so sich auswirken. Aber jetzt kann man sagen, man hat zwei Spiele gegen einen schweren Gegner erfolgreich gestalten können. Man ist damit gut in die Saison reingekommen. Das haben wir auch schon anders erlebt, gerade gegen solche Teams wie zum Beispiel Kiel. Insofern, ja, das nächste Heimspiel ist dann schon wieder gegen Kiel im großen Stadion. Der Fahrplan ist da eigentlich perfekt dann jetzt, ja. Du hast es zusammengefasst. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur danke für dieses spannende Spiel zu sagen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, die dazu beigetragen haben, dass die Übertragung geklappt hat, dass die Technik zum Schluss auch wieder so wollte, wie wir wollten. Ja. Wir sind jetzt eine Woche quasi in den vorgezogenen Pfingstferien. In den Footballferien. aber am Pfingstwochenende dann auch wieder zurück. Und zwar übertragen wir dann auch das Auswärtsspiel aus Hamburg. Die Kollegen haben uns herzlich eingeladen, weil deren Streamteam da nicht zur Verfügung steht. Das ist dann am Pfingstsonnabend, glaube ich, Kickoff. Oh Gott, das habe ich jetzt nicht im Kopf. 16 oder 17 Uhr. Ich glaube eher 16 Uhr. Dann schaut einfach rein, Radio Monarchs TV bei Livestream. Da sind wir auf jeden Fall live dabei. Freuen uns dann auf das erste Auswärtsspiel etwas weiter weg. Ja. Und bis dahin gibt es bestimmt noch das ein oder andere spannende Spiel in der GFL. Und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut. Macht's schön gut, genießt das Wochenende und schönen Sonnabend noch. Ciao.